Herzlich willkommen zu Let's Play Potioncraft. Ein Spiel, in das ich mich ganz spontan verliebt, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich fand es sofort super. Ich habe einen kleinen Text darüber gelesen, einen Trailer gesehen und war sofort begeistert und freue mich sehr darauf, das jetzt zu spielen. Ist auch aktuell genau das Richtige für mich. Ich komme im Moment ja nicht so viel zum Spielen, viel zu tun und so. Und das ist, glaube ich, unfassbar entspannt. Und das ist ja fantastisch. Das ist genau das, was ich brauche. Und ich glaube, auch zum Zuschauen ist das sehr schön. Es ist ein Spiel, was gerade im Early Access erschienen ist. Man sieht es hier auch oben links, steht noch, befindet sich in Entwicklung. Also da kommen noch regelmäßig neue Features dazu. Das wird noch entwickelt. Es gibt schon, denke ich mal, guten Content, um jetzt eine ganze Weile zu spielen. Und dann schauen wir mal, wie wir das dann weiter handhaben, wie schnell sie mit dem Early Access und so hinterherkommen. Aber ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Ich habe das auf Deutsch gestellt. Guck mal, der Beginn unserer Geschichte. Du bist ein angehender Alchemist, der auf der Suche nach seiner Bestimmung durch die Welt wandert. Nach einer langen Reise hast du endlich einen Ort gefunden, an dem du dein Handwerk betreiben kannst. Verlassenes Haus. Du hast ein altes, verlassenes Haus am Rande der Stadt gefunden. Der Alchemie, wahrscheinlich die, vielleicht die deutsche Übersetzung auch noch im Early Access, die Alchemieausrüstung und dem Garten nachzuurteilen, scheint der frühere Besitzer, sag ich eigentlich Alchemie oder Alchemie? Ich bin eigentlich jemand, der, also ich sag auch Chemie und nicht Chemie oder China und nicht China. Vielleicht wäre es dann auch nur konsequent, wenn ich Alchemie sage. Würde ich eigentlich auch sagen. Vom Englischen, glaube ich, kam ich irgendwie bei. Auf Englisch heißt es Alchemy, Alchemist und so weiter. Und weil ich die Texte und Videos auf Englisch gesehen habe, glaube ich, kam ich jetzt irgendwie auf Alchemie. Ich sag mal Alchemie. Gucken wir mal. Also, der frühere Besitzer scheint Alchemie praktiziert zu haben. Anscheinend hat hier ein Zauberer gelebt, aber die Staubschicht und der Zustand des Hauses deuten darauf hin, dass das schon seit langer Zeit leer steht. Neueröffnung. Du beschließt, das Haus in einen Tränkeladen zu verwandeln. Nach einigen Tagen des Aufräumens und der Vorbereitungen öffnet dein Laden seine Pforten für die ersten Kunden. Es ist an der Zeit, dich auf deine Alchemiefähigkeit zu besinnen und dieses neue Leben in einer neuen Stadt zu beginnen. Vielleicht hätte er auch ein bisschen vorher was machen sollen, bevor er den Laden aufmacht, aber ich will da nicht in seinen Businessplan reinreden. Mehr Zutaten für den Kessel. Tränke werden aus Zutaten hergestellt. Entnimm deinem Inventar 2 Terrarias und 2 Wasserblüten und wirf sie in den Kessel. Um Zutaten zu verschieben, klicke und halte die Maus, ziehe sie in den Kessel und lasse sie los. Achte auf die Alchemiekarte an der Laborwand. Sie zeigt dir den Pfad, den die Zutaten erzeugen, sobald sie in den Kessel gegeben werden. Also man nimmt hier die Zutaten raus. Man sieht auch ein bisschen unten noch Informationen zu den jeweiligen Kräutern und Pflanzen und Pilzen, was es alles gibt. Okay. Und man sieht hier auch, was, wenn ich das da rein tue, was da irgendwie passiert. Hier gibt es so Symbole. Okay, wir sollen das ja einfach machen. 2 Terrarias. Also wir sollen jetzt mal reinwerfen. Das sagt das Tutorial. Dann werfen wir mal alles rein. Nachdem du die Zutaten hinzugefügt hast, kannst du den Trank umrühren. Wenn du den Trank rührst, bewegt sich das Tranksymbol den Pfad entlang, der durch die Zutaten definiert ist. Benutze den Löffel zum Rühren, klicke und halte die Maus und bewege den Löffel hin und her, bis das Tranksymbol auf der Karte die gewünschte Position erreicht. Durch das Rühren erhält das Tranksymbol Erfahrungspunkte. Das Sammeln von Erfahrungspunkten lässt sich aufsteigen, hat aber keinen Einfluss auf den aktuellen Trank. Okay, dann rühren wir nochmal. Ja, guck mal, wir sind ein Level aufgestiegen. Ein Talentpunkt bekommen. Jetzt berührt das Tranksymbol einen unbekannten Effekt. Um herauszufinden, was der Effekt bewirkt, musst du ihn zum aktuellen Trank hinzufügen. Um den Effekt zum Trank hinzuzufügen, musst du das Wasser im Kessel zum Kochen bringen. Benutze den Blasebalg, um die Kohlen anzuheizen und den Kessel auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Nimm den Blasebalg am Griff und pumpe weiter Luft auf die Kohlen, bis es eine Explosion über dem Kessel gibt. Perfekt, du hast dem Trank einen neuen Effekt hinzugefügt. Heilung. Um die Herstellung des Trankes zu beenden, drücke Trank fertigstellen.
Schwacher Heilungstrank. Ein Mörser und ein Stößel sind das Alchemisten beste Freunde. Mit Mörser und Stößel kannst du praktisch alle Zutaten zermahlen und ihr Potenzial erschließen. Dies hilft dir, den gleichen Trank mit weniger Zutaten herzustellen. Versuche den Trank mit nur einem Terrarier und einer Wasserblüte herzustellen. Nimm Terrarier aus dem Inventar, lege es in den Mörser und zermahle es mit dem Stößel, bis es zu Brei wird. Je gründlicher du eine Zutat zermahlst, desto länger wird der Weg dieser Zutat sein. Aha. Man sieht schon, wie weit jetzt der Weg, kann ich das noch... Ach, guck mal, sieht das Maximum, was man erreichen kann. Gib die zerkleinerte Terraria in den Kessel. Zermale die Wasserblüte mit Mörser und Stößel vollständig. Also man wird jetzt hier bis das X, man sieht gerade, würde man nur bis zur Hälfte kommen. Okay, wenn wir fleißig sind. Matsch, 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 matsch. Okay. Rühre den Trank. Ja, das machen wir. Und Fett aberhitzen. Ausgezeichnet. Du hast genau den gleichen Trank hergestellt, aber nur halb so viele Zutaten dafür gebraucht. Dein erster Trankversuch wird nicht immer optimal sein. Also experimentiere und perfektioniere ihn. Wenn du mit deinem Trank zufrieden bist, speichere ihn im Rezeptbuch. Dann kannst du diesen Trank in Zukunft mit einem Klick herstellen. Speichere das Rezept für deinen aktuellen Trank. Mach mal. Gut gemacht. Du hast das Rezept gespeichert. Stell jetzt den Trank fertig. Bewegung von Raum zu Raum. Du bist der Besitzer eines Tränkeladens und deine Aufgabe ist, nicht nur Tränke zu brauen, sondern sie auch an den Kunden zu verkaufen. Ein Kunde ist eingetroffen. Geh in den Laden. Für die Navigation zwischen den Räumen benutze die Navigationsknöpfe an den Rändern jedes Raumes, die Tasten WASD oder die Pfeiltasten. Um in den Laden zu gehen, klicke auf die Tasten, auf den Navigationsknopf links oder drücke die Taste A oder die linke Pfeiltaste. Okay. Jeden Tag kommen Leute aus der ganzen Stadt und sogar aus anderen Städten vorbei, um diverse Zaubertränke zu kaufen. Deine Aufgabe ist es, im Labor Tränke zu brauen und sie an den Kunden zu verkaufen. Viele Tränke müssen erst für einen bestimmten Zweck gebraut werden, aber es ist trotzdem eine gute Idee, ein paar der beliebtesten Tränke für den Fall der Fälle bereitzuhalten. Wenn ein Kunde einen Trank mag, wird es an seiner Reaktion zu erkennen sein. Biete einen Trank zum Verkauf an, entnimm ihn deinem Inventar und stell ihn auf die rechte Seite der Waage. Also kommt der Typ hier. Guten Tag, gestern war ich bei einem Freund auf einer Party und habe mir die Zunge an einen heißen Suppen verbrannt. Jetzt kann ich nichts mehr schmecken, dabei bin ich Brauer. Ich muss in der Lage sein, die Qualität meiner Erzeugnisse zu testen. Meine Zunge ist jetzt nutzlos. Hast du eine Art von Heiltinktur? Wir haben eine Art von Heiltinktur. Die Menge an Gold, die du durch Verkaufen eines Trankes erhältst, wird in dem Button Verkaufen angezeigt. Klicke auf den Button Verkauf, um den Trank zu verkaufen. Ja, fett. Wir haben Gold bekommen und hier noch was anderes. Okay, bestimmt das Tutorial gleich noch erklären, dann gucken wir uns das danach an. Mein Mann ist schon seit einiger Zeit krank, aber in letzter Zeit ging es ihm noch schlechter. Jetzt kann er nicht mal mehr aufstehen. Er hat Fieber und schwitzt. Wir haben dafür eine Medizin. Um mit einem Trank Geld zu verdienen, kannst du es mit Falschen versuchen. Erfolgreiches Falschen kann den Preis eines Tranks erheblich in die Höhe treiben. Sollte das Falschen scheitern, erreichst du das Gegenteil und der Preis stürzt. Drücke auf Falschen, um mit dem Falschen zu beginnen. Okay. Drücke Falschen, wenn der Pfeil innerhalb der goldenen Bonusbereich ist, um die Konditionen des Handels zu verbessern. Wenn du die Bonusbereiche triffst, kippt die Waage zu deinen Gunsten. Wenn du sie verpasst, kippt sie ins Gegenteil. Die Waage kippt auch allmählich in seinen Gunsten, sobald das Falschen beginnt. Die Bonusbereiche werden schrumpfen, daher wird es immer schwieriger, sie zu treffen, also Falschen nicht zu lange. Um das Falschen zu beenden und die Bedingungen des Geschäfts festzulegen, musst du den Pfeil in einen der grünen Bonusbereiche in den Seiten bringen. Gutes Geschäft, aber ich kann praktisch noch zwei Goldstücke raushandeln oder auch verlieren. Das ist der aktuelle Preis und ich muss diese goldenen Bonusbereiche treffen. Okay. Ups, daneben.
Was lief das nicht eigentlich ganz gut? Habe ich irgendwie falsch qualifiziert? Ich habe irgendwie nicht viel bekommen. Naja, verkaufen wir mal. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Du wirst oft keinen fertigen Trank für bestimmte Kunden haben. Das ist okay. Du kannst jederzeit zurück ins Labor gehen und den Trank herstellen, den der Kunde braucht. Es gibt kein Zeitlimit, also kannst du dich auf das Rezept konzentrieren. Der Kunde wird nicht gehen. Also was will die erstmal? Mäuse haben meine Hütte befallen, obwohl ich eine Katze habe. Die Katze liegt nur auf dem Schränken und schaut den Mäusen dabei zu, wie sie treiben, was auch immer sie wollen. Also brauche ich ein Fläschchen mit Rattengift. Okay. Begib dich in den Garten, um die Zutaten für den Trank zu sammeln. Der Garten befindet sich rechts vom Labor. Der verzauberte Garten ist eine der Hauptquellen des Alchemisten für Zutaten. Jeden Tag entstehen in diesem Garten neue Zutaten. Vergiss nicht, sie von Zeit zu Zeit zu pflücken. Klicke auf die Zutaten, um sie zu sammeln. Begib dich in das Labor. Herstellen von Gift. Der Kunde braucht Gift, was bedeutet, dass du einen Trank mit dem Effekt Gift herstellen musst. Die meisten Effekte musst du selber auf der Karte suchen, aber du erinnerst dich aus deinem Alchemieunterricht ja sicher noch daran, dass ein solcher Trank aus ein Terraria und ein Feuerglöckchen hergestellt werden kann. Braue einen Trank der Vergiftung. Versuche selbst einen Trank herzustellen. Vergiss nicht, alle verfügbaren Alchemiegeräte zu nutzen. Hab keine Angst zu scheitern. Du kannst immer wieder versuchen, indem du den Button oben links in diesem Fenster drückst. Oben links? Neuer Trank oder was? Okay, na dann. Ist mal ordentlich gemörsert. Rein in den Topf. Kommt irgendwie vorbei, man sammelt, sind das Erfahrungspunkte dann immer, die Bücher? So wie ich es vorhin verstanden. So, und dann... Du hast einen neuen Effekt freigeschaltet, Vergiftung. Dann speichern wir mal das Rezept. Und stellen den Trank fertig. Kehre in den Laden zurück. Wir können das noch mit dem Falschen nochmal probieren. Also. Ha! Fett Kohle rausgeholt. 12 wollte sie bezahlen ursprünglich, ne? Jawohl. Sobald der letzte Kunde den Laden verlässt, kannst du dich in dein Schlafzimmer ausruhen. Es befindet sich über dem Labor. Um den Tag zu beenden, klicke auf das Bett. Okay. Das ist wirklich entspannt. Der Musik schon sehr entspannt. Ende des Tutorials. Oh, ausgezeichnet. Du hast dein Alchemiewissen aufgefrischt und dich mit der Alchemieausrüstung vertraut gemacht. Auf dem Dachboden neben dem Bett hast du ein paar Zutaten und eine Schöpfkelle für Wasser gefunden. Das ist jetzt dein Zaubertrankladen und du entscheidest, was du als nächstes tun willst. Begrüße Kunden, plaudere, verkaufe Tränke, feische, vergiss nicht Zutaten, verzaubert Garten sammeln und erkunde nach und nach die Alchemiekarte. Viel Glück! Okay. Dann gucken wir, das war das Tutorial. Ich habe schon gehört, dass einfach auch so die Grundlagen dann kurz erklärt werden und der Rest ist auch viel entdecken in dem Spiel. Da gibt es viel, was man einfach so erkunden muss. Und was ist denn das zum Beispiel hier? Das wurde nicht erklärt, das können wir erst noch rausfinden. Der Rest, den kennen wir schon. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Was gibt es denn hier? Neue Trankbasen können von Händlern erworben werden. Okay, also auf Wasserbasis bisher. Das mit den Tränken, die kann man in der Karte rein und raus zoomen. Ist das irgendwie... Okay, also man sieht schon, in die Richtung geht es Richtung Heilung und hier geht es Richtung Gift. Und dann kann man noch mehr Sachen auf der Karte entdecken. Kalender. Der Kalender befindet sich momentan in der Entwicklung, okay. Das ist mein Gold, 134. Beliebtheitsstufe 1. Keiner weiß etwas von dir, na toll.
Auf dieser Beliebtheitsstufe gibt es keine Boni. Erhöhe deine Beliebtheit, indem du Tränke verkaufst. Höherwertige Tränke bringen mehr Beliebtheit. Falsch reduziert die gewonnene Beliebtheit. Wenn du dich weigerst, die Kunden zu bedienen oder sie zum Gehen veranlasst, sinkt deine Beliebtheit. Reputation. Hat nichts zu erklärt. Was haben wir hier? Erfahrung. Level 2. Du erhältst Erfahrung für die Erschaffung von Tränken, die Erkundung der Alchemiekarte und für das Sammeln von Büchern auf der Karte. Ah, doch, die Bücher da, ja. Für das Erreichen von Zielen auf dem Pfad des Alchemisten, das Sammeln von Zutaten im verzauberten Garten, für den Handel, das Feilschen und für andere Aktionen. Also für einfach für Sachen machen. Du erhältst einen Teil, drücke Tier oder klicke auf den Button, um Talente zu öffnen. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir das jetzt schon? Nee, das können wir. Also, ich kann noch gar kein Talent haben bis jetzt. Wir haben einen Talentpunkt. Das könnten wir dann machen. Erhöht dein Sichtradius auf der Alchemiekarte, wodurch du neue Gebiete schneller erkunden kannst. Erhöht den Radius um 10%. Praxis der Alchemie. Auf der Alchemiekarte erscheinen zusätzliche Boni, die beim Sammeln Erfahrung bringen. Diese Boni erscheinen an zufälligen Orten und werden jeden Tag aktualisiert. Das ist natürlich was, was man idealerweise oft am Anfang skillt, so ein bisschen, dass man schnelle Erfahrungspunkte sammelt, weil sich das dann mit Zinseszins oft bezahlt macht. Erhöht deine Fähigkeit im Handel. Je höher deine Handelsfähigkeit ist, desto profitabler sind die Anfangspreise, wenn du Waren kaufst und verkaufst. Preise werden um 5% profitabler. Und Feilschen. Ich mache das hier. Ziel erreicht. Und dann ein neues Talent. Und noch ein Talentpunkt. Nochmal machen. Ah. Ja, guck. Die Preise, also die Kosten für die Talentpunkte steigen auch erst hier langsam an. Geht noch. Okay, das sind Talentpunkte. Was haben wir hier? Rezeptbuch. Schau an. Da haben wir jetzt den Heiltrank und den Vergiftungstrank und hier noch leere Seiten. Steht noch was Wichtiges dazu. Von diesem Punkt aus weiterbrauen, nach diesem Rezept brauen. Okay, was ist das hier? Der Pfad des Alchemisten. Ach guck, das ist wie so eine Art Questlog. Nimm eine Zutat aus dem Inventar, zerkleinere eine Zutat. Also Sachen machen. Ich habe eine Sache gemacht, erlerne ein neues Talent, okay? Na, wir machen erstmal einfach normale Sachen und dann sehen wir dann noch, was uns dann fehlt. Handbuch. Das Handbuch befindet sich momentan in der Entwicklung, okay? Legendäre Rezepte. Okay. Das ist ein bisschen fortgeschritten. Das hatte ich schon mal gesehen. Das ist irgendwie diese Alchemistenmaschine. Gucken wir mal. Ladenverbesserung. Ah, es kommt erst noch. Schade. Hauptmenü brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier alle Zutaten, Tränke, diverse. Okay, dann gucken wir mal, was es noch gibt hier. Geh in das Schlafzimmer. Guck, es war auch eine Alchemistenfahrt. Geh in den Garten. Ja, hier ist ja richtig viel gewachsen. Voll viel Zeug. Das ist nix, oder wie? Was haben wir denn hier? Voll viel Zeug. Das ist dann die Anzahl jeweils. 15 Terraria. Da können ja manche Tränke ohne Ende machen. Den Keller. Ja, guck, hier ist das irgendwie diese Alchemistmaschine, Alchemiemaschine. Die man irgendwie reparieren muss anscheinend mit den Teilen, die man kaufen kann. Und da halt dann, wenn man das repariert hat, anscheinend irgendwelche legendären Rezepte machen kann. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Gehen wir mal in den Laden. Ach guck, da kommt schon jemand. Alchemist, gib mir einen Heiltrank. Ein Bandit hat mich gestern mit einem Pfeil in die Schulter geschossen. Die Wunde ist nichts Ernstes, aber ich kann es mir nicht leisten, einen ganzen Monat lang herumzuliegen. Ich muss bald wieder an die Arbeit gehen. Machen wir einen Heiltrank. Also man kann jetzt einen Heiltrank, kann ich jetzt ja einfach aus dem Rezept machen. Was ist eigentlich hier? Aber was ich schon gesehen hatte, ist irgendwie Kessel hitzen, 11-mal rühren, alles genau. Was ist denn der richtige Heiltrank mit den, dass der die Zutaten nur einmal verwendet? Ah doch, einmal, hier steht's. Was heißt eigentlich dieses 13? Ich probiere mal dieses von diesem Punkt aus weitermachen. Okay. Oh, da kann ich auch zurück. Trank fertigstellen. Oder kann ich das
verwerfen. Das will ich mal ganz kurz. Ich kann was noch drücken. Der ist jetzt schon verbraucht. Was ist, wenn ich hier drauf drücke? Gehen dann die verloren? Alle verwendeten Zutaten gehen verloren. Nein, 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 dann nicht. Dann machen wir den Trank mal. Schnell einen Trank. Ja, das haben wir gemacht. Gehen wir wieder zurück. Geben wir dem Typen mal den Trank. Ich will den Trank kaufen, aber ich will nicht viel zahlen. Das ist natürlich eine Einstellung, die man ganz gerne hört von seinen Kunden. Da falsche ich jetzt nochmal hier schön. So, das heißt wenigstens 12. Plus 3 Reputation ist das. Guten Tag, ich habe Ärger in unserem Dorf. Unsere Weizenfelder leiden unter einer Käferinvasion. Sie fressen unsere Ernte und das ist sehr schnell. Wir müssen sie alle vergiften! Was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich irgendwie mal, wenn ich das richtig gesehen habe, so ein paar Sachen hatte ich halt eben schon mal gelesen oder gesehen, dass man unterschiedliche Qualitätsstufen des Tranks herstellen kann. Also hier, jetzt haben wir das mit dem Vergiftungstrank, Feuerglöckchen und Terraria in diesem Fall. Aber theoretisch, wenn ich das richtig verstehe, wie das Spiel funktioniert, geht es immer darum, wir gehen jetzt mal ins Labor, dass man halt mit den Sachen, die man hier verwendet, die hat immer verschiedene Effekte, also praktisch die Alchemiekarte kann man sich vorstellen, manche Sachen sind eher giftig, manche heilen eher, manche haben eben andere Effekte und dann bewegt man sich immer in irgendeine Richtung, ne? Man sieht dann hier immer, wo der Pfad lang geht. Aber theoretisch, wenn zwei Sachen ähnlich, wenn ich das jetzt für Gift trank, muss ich jetzt hier nach unten links. Es gibt wahrscheinlich mehrere Kräuter, mit denen ich nach links gelangen kann. Also ich habe nicht so viel Auswahl. Manche sind dann vielleicht besser. Und was auch wichtig ist, was glaube ich immer nicht so zu sehen war, ist, dass je genauer ich dann auf diesem Feld lande, desto besser wird der Trank. Und der war jetzt ja Level 1, der war auch schon ein bisschen daneben. Ich gucke mal, ob ich das nicht besser machen kann. So, wir gehen jetzt nochmal Rezeptbuch. Nee, wie komme ich jetzt aus dem Rezeptbuch raus? So. Also, womit? Wir müssen nach unten und nach links. Die anderen Sachen sind alle so. Es ist ja wirklich nur das Feuerglöckchen und Terraria. Die anderen Sachen helfen da mal nicht. Man könnte vielleicht was hinzufügen, wenn ich dann irgendwie daneben gehe. So, Terraria. Das nicht schon zu weit ist. So, machen wir mal das. Aber man kommt gar nicht so weit nach links, wie ich das gern hätte. Gab es noch was Besseres? Nicht so richtig, ja. Ich tue das mal in die Suppe hier. Okay. Und jetzt müssen wir nach unten. Da ist das schon am besten. Also richtig kommt man da nicht hin. Das ist irgendwie... Wasserblüte würde das andere wieder negieren. Naja, wir probieren das mal aus. Was macht das denn nochmal? Bewegt irgendwie das aktuelle noch, aber jetzt gerade nicht. Wir haben noch Wasser hinzufügen. Naja, machen wir das mal so. Jetzt rühren wir mal. So. Das bewegt das nach links, nach rechts oben, wenn ich Wasser hinzufüge. Das bringt natürlich an der Stelle nicht so viel. Jetzt müsste ich eventuell noch ein Kraut mehr verbrauchen. Ob sich das lohnt? Was so der Unterschied ist wohl? Mit dem komme ich ja relativ... weit nach links. Also ich könnte noch ein Feuerglöckchen rein. Das probieren wir einfach mal, glaube ich. Vielleicht ein bisschen was, dass es auf der gleichen Höhe ist, dann mit dem Feuerglöckchen. Obwohl, es geht eh so ein bisschen nach links. Wir tun mal noch ein Feuerglöckchen rein. Zerstoßen muss ich es eigentlich gar nicht, weil... So, nach links will ich nicht, aber Schaden tut es auch nicht. Ich muss ja bloß nicht so viel rühren. So, guck jetzt mal. Das ist ein Level 2 Trank. Ich das ein bisschen geschickter machen können. Ich muss eigentlich weiter nach unten noch.
Könnte ein bisschen sumpferig reintun. Ich mache jetzt halt so einen Monster-Trank. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht wert. Nur nochmal Terrarium. Ich habe relativ viel davon. Kann ich jetzt nicht aber... Wie ist das eigentlich? Kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, ich will nicht weiter nach links? Weil jetzt will ich ja, wenn ich jetzt Terraria reinwerfe... Sobald ich jetzt rühre, gehe ich automatisch wieder nach links, oder? Ich komme praktisch jetzt ja nicht... Wenn ich jetzt Terraria hinzufüge, gehe ich dann trotzdem bis dahin und dann nach unten. Ich hätte praktisch weniger von dem Feuerglöckchen nehmen müssen. Und jetzt geht's, wenn ich rühre... Ah, geht ja weiter nach links. Und das geht nach oben. Ich müsste was gerade nach unten geht. Aber auch von hier aus, naja. So, jetzt haben wir einen Level 2 Trank. Wie speichere ich den im gleichen Rezept? Probieren wir mal aus. Ah ne, das sind dann... Kann ich das nicht überschreiben? So, und jetzt zum Testen, weil ich Gifttrank bestimmt häufiger brauche. Ich möchte jetzt mal wissen, gleich hier am Rumforschen. Ich mache mal einen Gifttrank 1. Stelle erst einen aktuellen Trank fertig. Habe ich noch nicht gemacht. Trank fertigstellen. Okay. Wir werden Level aufgestiegen. Hier, ganz Zeit hier auf dem Pfad des Alchemisten geht es ratzfatz nach vorne. Wir sind ja super Alchemist. Was ich jetzt noch probieren möchte zum Testen ist, ich habe jetzt einen Trank Vergiftung 2. Wir machen noch einen Vergiftung 1. Und gucken, was der mir so zahlt. Oder vielleicht wieder auch irgendeinen. Okay, so, ich fange mal. Das ist Gift 1. Will den Trank kaufen, aber nicht viel zahlen. 12 will er dafür. 21. Dieser Trank reicht aus, aber für etwas Höherwertiges würde ich mehr bezahlen. Also ich würde auch sogar noch einen besseren Trank nehmen. Da wir werden am Anfang jetzt noch die billigen Tränke, sonst verwöhnen wir die gleich, dass ich die mal loswerde, sonst habe ich den ja hier rumliegen. Das war nicht, glaube ich, irgendwie... Einmal aus dem Rhythmus, alles raus. Egal, 12 ist ja okay. Ich hatte heute eine merkwürdige Suppe zum Mittag und jetzt fühle ich mich nicht so gut. Hast du etwas für einen verstimmten Magen? Verstimmter Magen. Da gehen wir mal ins Labor. Gute Frau, Augenblick. Einfach ein Heiltrank, gutes. Heiltrank kann ja nie schaden eigentlich. Wo wollen wir denn da hin? Da unten hin. Das geht nach oben. Ah, da geht man hier so einen Bogen nach unten. Also den Gifttrank sollten wir nicht geben, okay. Also den Sumpferich könnten wir zunehmen, aber das habe ich nur so wenig von. Ein bisschen vorsichtig. Nach rechts und nach unten. In welcher Reihenfolge macht man das wohl am besten immer? Der geht nach rechts. Der geht aber nicht weit genug nach unten, ne? Vielleicht ist der Sumpferich dann doch das Bessere. Und damit dann straight nach unten. Ich muss ein bisschen rumprobieren noch. Wie kombiniert man das denn am besten? Kann ich dann auch Sachen wieder zurücktun? Kann ich zwei Sachen auf einmal reintun? Ne, das tauscht ja nur aus, okay. Das kann ich auch wieder zurücktun. Also der geht ja praktisch fast perfekt bis auf die... also nach rechts gleich weit, aber... Der geht nicht weit genug nach unten. Und wenn er diesen Bogen macht... Probieren wir mal das. Ich muss praktisch... So, ich will einen besseren Heiltrank machen. So, schön nach unten.
Okay. Und jetzt will ich noch ein bisschen weiter nach unten. Und noch eine Alternative haben, da will ich ein bisschen nach rechts. Aber das hat auch das hier. Der Sumpferich, da habe ich auch nicht so viel von. Sumpferich wollen wir nicht verschwenden, weil ich ja nicht so viel habe. Terraria, so. Jetzt habe ich direkt reingeworfen. Kann ich wieder raus? Ah, ne, der Pfad geht ja eh dahin. Okay, so schlimm ist es nicht. Oh, ne, jetzt wollte ich jetzt. Ah, fuck. Jetzt habe ich es. Ach, ich denke das auch immer falsch. Ich muss doch den Weg komplett gehen, oder? Na, vielleicht aber auch nicht. Was denn, wenn ich jetzt hier Wasser hinzufüge? Ah, dann geht es einfach nach oben. In diesem Fall, warum geht es konkret ganz nach oben? Keine Ahnung, egal. Aber ist ja perfekt. Okay, das ist mal auf einem guten Weg. Vorsichtig mit dem Wasser. Das immer dann so praktisch zurück zum. Ah, es geht immer zurück zum Mittelpunkt sozusagen. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Was war jetzt das? Dann wenn ich hier noch ein bisschen nach rechts und dann okay, das sollte doch ganz gut klappen. Ein bisschen, komm. Ach komm. Ah, da noch kein so guter Alchemist. Ich dachte, wir kriegen jetzt schon einen Dreiertrank hin. Aber den speichere ich nicht. Das kostet ja irgendwie auch. Weiß nicht, das ist glaube ich begrenzt hier nämlich. Jetzt habe ich schon zwei Gifttränke unterschiedliche. Da will ich lieber mal einen Dreier. Ah, das ist nicht so ideal gelaufen, wie ich wollte. So, die wollte doch hier bestimmt einen Heiltrank. Der Trank reicht aus, er reicht. Das ist gleich mal so. Noch ist was rausgeholt. Plus ein Stern, was? Ah, guck hier, ich habe einen Tattoo dazu bekommen. Hi, bist du der neue Alchemist? Ich bin die örtliche Kräuterkundige. Ich sammle Pflanzen und verkaufe sie. Willst du sehen, was ich zu verkaufen habe? Ich glaube, ich habe etwas, was dich interessieren könnte. Verkaufst du etwas außer Kräutern? Ich handle nur mit Waren, mit denen ich mich auskenne. Blumen, Kräuter, Wurzeln, allerlei Beeren und Früchte, andere Dinge kannst du bei anderen Händlern kaufen. Okay, zeig mal deine Waren. Was hatten die alles so? Okay, hier 300 Gold. Ich habe 177 Gold. Kann man auch ein bisschen sehen, was viel kostet. Das Zeug kostet. Also das ist relativ teuer. 40. Terraria 24. Das ist am billigsten hier. Wasserblüte. Aber das ist auch gerade teurer als normal. Das ist normaler Preis. Die Windblüte kostet 9. Das ist gerade im Angebot. Die Schlingpflanze. Okay, die macht interessante Movements. Ich kaufe einfach. Die ist gerade im Angebot. Ich sage, wenn was im Angebot ist, kaufe ich auch einfach immer. Natürlich wird gefeilscht. Ha, fett Geld gespart. Danke, Herr damit. Ich kriege die ganze Zeit hier Erfahrungspunkte. Auf der Karte mache ich noch gar nicht so viel, dass ich es lohnen würde. Dass ein Bonus erscheint. Ich will trotzdem viel Boni. So ein Handel. Machen wir auch mal. Ja,
Danke. Ich brauche ein starkes und schnell wirkendes Gift. Ich würde es begrüßen, wenn du dir deine Fragen sparst und unsere kleine Abmachung geheim hältst. Dein Schweigen wird natürlich großzügig honoriert werden. Okay. Shady Typ. Jetzt hat er für so ein Zweiergift. 22 ist aber nicht so viel, oder? Dafür, dass der hier irgendwie komische Sachen vorhat. Ich weiß ja noch nicht. Ja. Anfang kann man sich ja den Kunden vielleicht noch nicht so aussuchen. Und dann auch nur einen rausgefallen. Ich habe gar nicht so schlecht geklickt. Oh, guck, ich hab jetzt Reputation verloren. Wir bekommen es. Ich dachte, das bleibt unter uns. Das sagt er gleich weiter und mein Ruf leidet. Da müssen wir in Zukunft ein bisschen drauf achten. Hallo, ich wurde angewiesen, mich um ein Eiselementar zu kümmern, der ein Bergdorf plagt. Ein gewöhnliches Schwert ist gegen Eiselementare nutzlos, aber wenn du mir einen Feuertrank geben kannst, werde ich meine Klinge damit beschichten und den Elementar zur Strecke bringen. Okay. So, auf der Karte sehen wir noch nichts. Wir müssen uns ein bisschen. Was haben wir denn hier? So, Wasserblüte, ein Feuertrank. Terraria. Feuerglöckchen, würde man denken. Sumpferig. Schwefel. Ja, so Schwefel klingt auch nicht schlecht. Feuer und Schwefel. Schlingt man es an. Wir fangen mal mit Feuer an. Das geht beides so nach links und es geht noch ein bisschen nach oben. Wir fangen mal mit dem Feuerglöckchen an. So, schön, schön fleißig hier. Und dann rühren wir gleich mal. Achso, ich dachte, man sieht dann auch gleich was. Ja, dann hat noch ein Feuerglöckchen. Fragezeichen, ja. Noch ein Feuerglöckchen? Ist das so? Experimentieren. Kann natürlich auch einfach so experimentieren, um die Karte aufzudecken. Aber idealerweise verbinde ich das mit einem Kunden, der eh schon gerade was will. Drei Feuerglöckchen lande ich da. Das hätte ich ja noch. Ja, das macht irgendwie so einen komischen. Das zieht das nach rechts. Ich müsste praktisch hier so schräg nach oben gelangen. Oh, das ist gar nicht schlecht. Windblüte. Oh, das ist eigentlich ganz schön. Ist ja fast perfekt. Ich rühre nochmal weiter. Kann ich das jetzt schon reinwerfen? Oder geht der dann automatisch? Ja, geht noch nach unten, okay. So. Okay, ein bisschen Wasser. Ach komm! Das ist noch kein Level 3 Trank. Wenn ich jetzt rühre, geht's nach oben, ne? Obwohl, ich kann das doch dann. Na, es geht so weit nach oben. Wenn ich den jetzt nach dahin schiebe und das Wasser den dann so rüberschieben. Das. Kann ich auch schon Level 3 tränken? Vielleicht geht es auch gar nicht besser. Oder ich habe es einfach nicht gut genug gemacht. Hätte ich es besser machen können? Was ist überhaupt für ein Trank? Habe ich das schon entdeckt? Nee, muss ich vielleicht erst noch. Geht wieder nach unten. Aber ich kann auch nicht 2 Millionen Sachen da reinrühren. Vielleicht muss ein Level 2 Trank auch einfach reichen, gerade mal. Aber ich glaube, das kriege ich noch besser hin. Das speichere ich jetzt nicht. So, Feuertrank 2. So, Dude, du mit deinem Eiselementar. 32, ja, guck, der. Geld raus, idealerweise.
Immerhin. Was für ein Zufall! Das Oberkommando hat mich auch losgeschickt, um ein Elementar zu besiegen. Aber bei meinem handelt es sich um ein Feuerelementar. Es hat sich in letzter Zeit angewöhnt, durch die Weizenfelder zu spazieren und Feuer zu legen. Hast du etwas, das ihn abkühlt? Ja, okay. Was haben wir? Wasser, Wind, sowas in die Richtung halt, ne? Wind, Blüte geht nach oben, Wasser geht nach rechts. Schwefel. Ja, fangen wir doch mit Wasser an, der Wasserblüte. Erkunden ein bisschen die Gegend. Matsch, matsch, matsch. Noch eine Wasserblüte. Also vielleicht kann ich einfach erstmal darüber. Da sind Totenköpfe. Totenköpfe und Knochen. Ich habe das Gefühl, die sollte ich nicht berühren. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwo... Kommst du wieder zurück? Ah, da gehe ich ja direkt in die Totenköpfe rein. Ja, jetzt müssen wir rausfinden, wo wir hinwollen. Was ist denn wo? Hier ist Feuer. Hier ist Heilung. Ist Wasserkühlung vielleicht hier? Erstmal wieder ein bisschen reinsuppen, dass ich da nach oben gehen kann, ohne zu sterben. Probieren wir das doch mal, dann komme ich sogar bei irgendwas raus. Vielleicht ist der Punkt hier, dass ich mehr sehe, doch nicht so verkehrt. So. Da sehe ich jetzt sogar mehr, weil was ich sehe, sind nur Bücher. Naja, wurscht. Ja, du musst irgendwie so ein Eis-Wasser-Kühlungseffekt entdecken. Der könnte natürlich theoretisch auch hier sein oder hier. Ich weiß es doch nicht. Hier mal rein in der Suppe. Da ist ein... Sumpferich. Schlingpflanze. Irgendwie der Schlingpflanze könnte ich da auch ein bisschen überwandern. Weil die war auch... Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die Sachen waren. Hier und dann muss ich mal nach unten. Ist der Strudel irgendwie gefährlich? Oder? So, wie kommen wir jetzt denn? Jetzt sogar zwei Bücher. Guck mal an. Zwei Bücher. Das heißt, wenn ich irgendwie rechts wandere, kann ich mit dem Wasser das noch verdünnen. Matsch, matsch, matsch. Oh, Entschuldigung. Ja, also der Trank, den speichere ich auch nicht. Da habe ich ja viel verschwendet. Wenn ich nächstes Mal vorher weiß, wo ich hin möchte, wird das natürlich einfacher. Ich hoffe überhaupt, dass es der richtige Trank ist. Mana-Trank. Ja, Wasserblüte geht nach rechts. Okay, Mana-Trank. Der wollte... Was, um ihn abzukühlen? Das Mal trage ich mir nicht das Richtige. Ich schaffe einen Mana-Trank. Ja, super, aber das war nicht der Plan. Neuer Trank. Ja, dann eher hier hingucken für so einen Eistrank. Also abkühlen. Abkühlen ist schon noch Wasser. Meine Wind könnte es halt auch sein. Entweder ist das, würde halt ein bisschen so passen: Wind. Aber gegenüber von Feuer vielleicht dann doch eher hier. Das geht nach rechts. Vielleicht einer, der so nach unten. Sowas hier, der Sumpferich. Habe ich nur einen von. Ich nehme trotzdem mal den... Aber hier landet man dann so gleich in den... Das ist auch nicht so gut. Ich nehme mal den Sumpferich. Das ist ein Pilz, oder? Okay. Und dann habe ich eigentlich neun. Nee, schade, dass ich ein bisschen mehr sehe. Dann wandern wir da mal nach rechts mit der Wasserblüte. Okay, guck an. So, wie kommen wir da hin? Kein gutes Zeug dafür. Zu niedrig. Da
Das Schwefelregal würde mich ein bisschen nach oben bringen. Ich muss, glaube ich, noch zwei Sachen verwenden. Wind und... Das bringt mich auch zu weit nach oben, oder? Sogar. Mit dem Wasser könnte ich mich ein bisschen nach da ziehen, aber auch nicht weit genug, dass eher zu weit nach links. So. Verbindung mit dem Schwefelregal ginge das schon. Oder in Verbindung damit. Jetzt doch hier mit der Windblüte bis dahin. Und ich hatte einen okayen Trank bekommen jetzt fürs Erste. Wenn ich halt danach weiß, wo ich hin möchte, geht das hier. Und davon habe ich auch relativ viel. Das ist auch natürlich ganz gut, wenn ich Zutaten mehr brauche, von denen ich noch relativ viel habe. So, das heißt, wir nutzen mal die Windblüte. Kann ich auch noch ein paar Sachen sogar einsammeln, was ja auch nicht so schlecht ist. So, und dann sammle ich das Buch noch ein. Bisschen. Mal guck, ich verliere dann irgendwie. Es wird schlechter. Der Totenkopf wackelt, also sollte ich nicht durchgehen anscheinend. Das ist kein Instant Death, wenn man das berührt. Schlingepflanze könnte ich ganz gut durchführen, aber... Achso. Frosteffekt, ja guck an, Frost 1. Aber das, also ich will mindestens Zweiertränke speichern. Einsertränke speichere ich nicht. Schwacher Mana-Trank, schwacher Frosttrank. Müssen wir die Reputation wieder ein bisschen verbessern. So, Kunden sind keine mehr da, ist jetzt schon abends oder wie? Keller ist auch nichts passiert. Gehen wir mal pennen, oder? Ich für den ersten Tag gar nicht unerfolgreich. Das war 27 Gold. Die Reputation ist ein bisschen im Arsch, aber ich bin beliebt. Ich weiß nicht, jetzt, welche Kombination damit am besten ist. Auf dieser Beliebtheitsstufe gibt es keine Boni. Dann muss ich nochmal eine Beliebtheit hochgehen, um einen Bonus zu bekommen. Erstmal im Garten schön Zeug sammeln. Und da kommt schon einer. Grüße, ich war vor kurzem an einem See angeln. Ich warf meine Leine aus, da biss sofort einer an. Ich holte den Fisch ein und versuchte ihn vom Haken zu bekommen, aber dieser Fisch hatte Zähne. Er biss mich in die Hand und plumpste zurück ins Wasser. Jetzt ist meine Hand ganz geschwollen. Wie soll ich jetzt angeln? Ich würde denken, da brauchen wir einen Heiltrank. Wir können den Heilung 1 machen. Aber Heilung 2 will ich jetzt schon. Wo ist Heilung? Da unten. So, wie kommen wir da hin? So, die beiden sind eigentlich schon mal ganz gut. Habe ich irgendwas anderes verbraucht? Also ich weiß, die schräg nach unten habe ich verbraucht tatsächlich. Dieser Kringeling. Also nach unten habe ich eh nur... Ich gehe erstmal nach unten. Und dann gucke ich mal, ob ich mit der Schlingpflanze dahin komme oder... Naja, also Terraria, damit fangen wir mal an. Das ist nie verkehrt. So. Schön rühren, 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 rühren. So. Damit landen wir jetzt weit oben. Der Schlingpflanze landen wir auch nicht weit genug unten. Da landen wir genau drüber. Habe ich jetzt nicht vorhin schon versucht? So. Brauche ich im Prinzip gar nicht mörsern. Weil so weit wollen wir gar nicht. So.
Guck an! Level 3 Trank. Sauber. Ich berühre jetzt nichts mehr. Ich hätte es ganz gerne noch ein bisschen perfekter, aber habe ich zu weit gerührt. Aber ich will mich da gar nicht beschweren. Starker Heiltrank. Ob ich das noch besser hinkriege mit anderen Kräutern? Also, ich finde, es waren auch nur zwei, es waren auch relativ günstige Tränke. Das kann ich nehmen. Das speichern wir gleich das Rezept. Kann ich es eigentlich irgendwie. Ah, guck, kann meine Bookmarks auch. 1 und 1. Und dann brauche ich nur 1 mehr. Kann man das denn jetzt hier löschen? Gucke ich mir gleich mal an. Ich will jetzt erstmal fertigstellen, dass ich hier nichts verkehrt mache. Erschaffe einen Trank mit Effekt der Stufe 3. Das haben wir geschafft, genau. So, ich will ganz kurz gucken. Kann ich jetzt den 1er-Trank löschen, wenn ich möchte? Ah, guck, dann wird die Seite wieder frei. Das ist ja ganz praktisch, okay. Dann ist ja doch nicht so schlimm, wie man. Okay, okay. Heiltrank 3, sauber. Meister, Alchemist und so. Und mal gucken. 26. Ich noch mal gucken, was der Normale bringt. Ein bisschen feilschen. Aber ich will eigentlich beliebt werden. Ja, trotzdem ein bisschen feilschen. So. Sauber. Und 2. Der Laden ist beliebter geworden. Das geht so schnell, weil der Laden ist beliebter geworden. 2 von 10. Beliebtheit Stufe 2. Ah, so funktioniert das. Man munkelt, dass du dich mit der Heilkunde oder mit Kräutern auskennst, ja. 10% auf den Preis der Tränke. Sauber. Ach guck, dann lohnt es sich vielleicht manchmal sogar nicht zu feilschen, um erstmal die Beliebtheitsstufe anzuheben. Reputation steht immer noch keine Erklärung da. Ich habe die Stümpfe auf meinem Feld entwurzelt und wollte sie verbrennen, um den Boden mit Asche zu düngen. Aber wie es der Zufall wollte, fing es heute an zu regnen. Alle Stümpfe wurden nass. Ja, da Feuertrank, ne? Habe ich nicht gespeichert, okay. Den müssen wir noch machen. Guter Herr, Augenblick. So, wo müssen wir hin? Feuertrank ist hier links, okay. Wasser ist da falsch. Terra ist auch falsch. Feuerglöckchen. Eventuell Schwefel. Okay, okay. Dann erstmal Feuerglöckchen nehmen wir uns darüber. Das ist ja wohl nie verkehrt, so. Jetzt hier schon. Ah, interessant. Das Wasser zieht mich dann nur nach rechts. Erstmal noch hier Feuerglöckchen. Die Frage ist, wie hoch? So. Das hat, ja, ich muss. Vielleicht kann ich meinen Finger drauflegen, so, wenn ich ihn hier drauflege. Aber dann sieht sich den Ausgangspunkt auch nicht. Ich versuche mit dem Schwefelregal, da komme ich zu weit nach oben. Das Schwefelregal. Das reicht nicht. Entweder brauche ich 3 Feuerglöckchen. Ich bin auch gar nicht sicher. Ich habe jetzt diesen Perfektionismusanspruch schon, dass ich denke, so, ja, ich will aber voll einen guten Trank machen. Ob sich das überhaupt am Anfang lohnt, denen dann die teuren Tränke zu verticken, wenn vielleicht kostet das Feuerglöckchen auch zu viel oder so, was weiß ich. Vielleicht sollte ich lieber dann mal so Billigtränke an die rauskloppen. Wir machen mal rein. Das wird zu kompliziert, wenn ich versuche, das 3 Stunden vorauszuplanen. Das mache ich ja immer ganz gerne. Dass ich Sachen mal etwas überdenke. Und das ist ja ein bisschen schwieriger mache, als mancher sein muss. So, jetzt bin ich auf dem Höchstpunkt. Wenn ich jetzt weiter. Mörser geht es hier nach unten, weil er nach links, aber auch wieder nach unten. So, der geht nach links und dann macht er so einen Bogen nach oben. Das ist eigentlich, was ich brauche. Nach rechts komme ich ja wieder, dadurch, dass ich hier Wasser reintun kann. Die Frage ist, ist ein Schwefelregal das wert? Mit dem komme ich. Ich brauche was, was nach links oder nach oben geht. Also nach oben auf jeden Fall, nach links kann ich hier noch machen. Was, ich habe jetzt einfach was stumpf nach oben geht. Der geht so schräg nach oben mit der Windblüte. Da habe ich auch noch relativ viel von. Der geht so schräg nach oben. Hm. Schräg nach oben. Ja.
kurz, bin ich genau in der Mitte? Wie weit schrieb, wie ist der Winkel? Okay. Wie sind das? 20 Grad? 15? Wenn ich wieder nach links gehe, ist eigentlich kein Problem, weil ich kann ja mit dem Wasser immer noch, ja, dann gehen wir ruhig mal. Ich probiere es mal so. Rühren. So, Windblüte. Also die könnte ich einfach direkt reinwerfen, weil ich gehe da eh durch. Das Mörsern. Ja, aber es schadet auch nichts. Habe ich nur mehr Optionen, falls ich irgendwas verkacke. So. Ein bisschen was. Ja! Baby! Entschuldigung, ich wollte euch nicht anschreien. Jawohl! Das ist ja wohl ein astreiner. Ich glaube, das richtige Feuertrank. Richtig. So, vorsichtig. Nicht verkochen. Starker Feuertrank. Kann ich mich nicht gespeichert? Ich habe ihn nicht gespeichert. Letztes Rezept speichern. Kann ich jetzt von eben noch speichern? Oh, puh. schon kurz Panik gehabt. Das ist der Zweier hier, der Einer, der kommt hier hin. Okay, jawoll. Full Metal Alchemist hier. Heavy Metal Alchemist. So, Bro. Du willst, möchtest du vielleicht einen starken Feuertrank? Dieser Trank ist perfekt. Ja, aber hallo, ist der perfekt. Verkaufen. Da wird nochmal gefeilt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Baby. Yeah. Ah. Herrlich. Herrlich, einen hervorragenden Trank gebraut. Ich habe jeden Tag so viele Sorgen und Pflichten. Ich wasche, ich koche, ich kaufe ein und kümmere mich um die Kinder. Also, das wollte ich euch nur mal erzählen. Ich kann auch mal den Text vorlesen hier. Cheers, Leiche, Knatter. Also, die Frau sagt das. Ich verbringe den ganzen Tag auf meinen Füßen und kann mich nicht ein einziges Mal zum Ausruhen hinsetzen. Deshalb sind meine Füße mit Schwielen und Hühnaugen übersät. Vielleicht hast du ein Heilmittel. Ich würde mal sagen, Heiltrank. Baby. Haben wir die Sachen dafür? Heiltrank? Baby? Den Heiltrank gibt's, also für so einen Feuertrank gibt es schon ordentlich Kohle. Was ich, den verkaufe ich die arme Frau, die hat schwer genug. Vielleicht gibt es auch ein bisschen was mit der Beliebtheit. Einfach verticken. Ja, guck, plus 3 Beliebtheit. Wer ist denn hier der Pilzoper? Es ist schön, neue Gesichter in dieser Gegend zu sehen. Ich nehme an, du bist der neue Alchemist. Wunderbar. Ich bin der ansässige Pilzsammler. Wenn du ein Alchemist bist, dann erkennst du sicher hochwertige Zutaten, wenn du sie siehst. Ich habe hier ein paar Pilze. Wirst du sie dir ansehen? Du hast Pilze auf deine Mütze, Dude. Das so sein soll. Was verkaufst du denn sonst noch? Nö, nur Pilze. Okay, Entschuldigung. Zeig mir deine Ware. Nichts... Du hast nichts im Angebot und das willst du mir verkaufen, Bro. Was, irgendwas Billiges vielleicht. Das ist billig. Das geht nach unten in so einer Schlangenlinie. Was bräuchten wir denn? Mal gucken. Also nach rechts, nach unten, nach links. Jetzt gucken wir schon mal, wo fange ich an? Mit dem Dings. Nach rechts, nach unten. Nach links. Nach unten in zwei verschiedene, also nach unten habe ich schon ein paar. Noch mehr nach unten. Nach rechts. Nach links wäre irgendwas ganz gut. Das geht so ein bisschen nach links und nach unten. Das geht nach rechts oben. Das geht nach links in so einer Bogen. Ich kaufe mal einen, dann haben wir den. Wenn es so normal kostet. Dann haben wir halt die Möglichkeit. 130. Fucking hell, was ist... Alter, ich hoffe, die Pilze sind echt gut, Dude.
Wenn ich ja mit den Pilzen keinen schönen Abend habe. Na, meine 25 noch weggefeilscht. Guck, hier unten ist mein Questlog anscheinend noch. Zurück. Ja. Dialog beenden. Danke. Opa, komm schon die nächsten. Erstmal der Reihe nach. Was haben wir denn hier? Schaffe Lichttrank. Na, guck, das sind noch. Da habe ich ja schon fast. Habe ich dann schon wieder einen Punkt? Ich will mal mehr auf der Karte sehen. So. Erschaffe Lichttrank, beende Kapitel 1. Ja. Da muss ich nur noch das machen, oder was? Dann kriege ich 500 Buchpunkte. Erfahrungspunkte. Das nächste freizuschalten. Nur ein Lichttrank. Ja, Licht irgendwie so mit Feuer, so mit ja, so Sehen. Na, gucken wir mal. Ein seltsamer Gast macht in unserem Hotel Halt. Er sagt, dass er zu große Angst vor Feuer hat. Er weigert sich sogar, Kerzen zu benutzen. Er verlangt trotzdem Licht in seinem Zimmer. Ah, geguckt. Als hätten wir gerade drüber gesprochen. Gute Dame, ich muss mal kurz in mein Labor. Lichttrank, ja. Was haben wir denn hier so? Nur von der Idee her. Gift. Gift und Feuer ist ja eher vielleicht dann so ein Explosionstrank. In die Richtung Feuer. Hier vielleicht. Ja? Richtung Eis nicht. Richtung Mana. Wohl. Na, ist jetzt weit nach rechts. So ein bisschen Magie mit Feuer wäre auch was. Also das könnte es noch sein. Wir probieren es aber mal hier. Was brauchen wir denn? Das bringt nichts. Nach unten. Ja. Okay, Feuerglöckchen ergibt ja irgendwie auch Sinn für den Feuerrang. Feuer und Wind, ja, ja. Jetzt haben wir noch die paar Schwefel. Ja, da haben wir nur einen von, da sind wir ein bisschen sparsam mit den teuren Sachen. Das ist eigentlich gerade nach oben. Ich komme mit dem Feuerglöckchen nicht weit genug. Feuerglöckchen geht uns auch langsam aus, ehrlich gesagt. Da bräuchte ich jetzt zwei von in diesem Fall. Gibt es noch was anderes, was er noch das ergänzen könnte? Also die Windblüte brauche ich auf jeden Fall, um nach oben zu gehen. Die anderen Sachen helfen mir auch nicht. Die anderen Sachen habe ich noch viel weniger. Es könnte mir natürlich noch schon auch das Schwefelregal helfen, um nach links und auch ein Stück nach oben zu kommen. Weil ich glaube sogar, dass es nicht ganz ausreicht, ehrlich gesagt, mit der Windblüte, um einen Dreiertrank zu machen. Ich glaube, das reicht nicht aus. Ich fange dann sogar mal. Ich überlege, ob ich mit der Windblüte anfange. Ich fange mal einmal mit dem Feuerglöckchen, das reicht eh nicht. So, wir fangen mal damit an und dann gucken wir mal, wo wir da. So. So, rühr. So, jetzt gehen wir nach oben. Da landen wir offensichtlich rechts davon. Aber ist das perfekt rechts davon und dann nach oben? Es könnte sogar hinhauen. Ah, nicht ganz, dann geht es so ein bisschen nach unten. Das Schwefelregal würde mich dahin bringen. Schwefelregal plus eine Windblüte ginge, glaube ich, auch recht gut. Sogar ziemlich gut. Ich mache jetzt die Windblüte. Und dann. Ja, Entschuldigung. Hoffentlich hat der Kunde das nicht gesehen. Erstmal schön über den Boden gerollt mit den Zutaten. Aber hier ist auch, da könnte man schon ziemlich gut landen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das müssen wir gar nicht fancy mit dem Schwefelregal rummachen. Und das ist auch ziemlich gut, wenn man sieht, das Schwefelregal wäre auch echt gut. Also mit dem Schwefelregal wird es auf jeden Fall gehen. Es müsste auch mit dem Feuerglöckchen gehen. Das Schwefelregal haben wir halt nicht so viel. Ne? Jetzt habe ich direkt reingeschmissen. Ich wollte es eigentlich zur Sicherheit nur mal mörsern, aber es müsste ja eigentlich auch gehen. So, okay, dann. Vorsichtig rühren, vorsichtig. Vorsichtig, ein bisschen Wasser, nicht so viel. Ach komm. Ja, okay, sehr gut. Hervorragend. Achso, noch hier. Köcheln. Licht
Und auch gleich den 3. Es gibt sogar 5er Stufen. Ich weiß nicht, wie das noch dann. Ist das hier eigentlich alles? Ach, guck, da kann man noch ein bisschen. Das bisschen customizen. Ein Lichttrank. Mal gucken, hat den richtigen. Manchmal natürlich ein bisschen offensichtlich, vielleicht hat man nicht immer so. Ne, so hier. Feuertrank in so einer Sache oder so. Aber natürlich, die Leute kaufen auch. Die wollen das Branding auch schon haben. Was ist denn so Licht? Strahlt es ein bisschen aus. Ein Stern? Ist das zu sehr on the nose sozusagen? Starker Lichttrank, den Namen muss ich nicht. Kann ich das selber noch ändern? Kann ich jetzt solche sagen? Dann heißt er ja einfach anders. Vielleicht bezahlen die einfach mehr. Super starker Lichttrank. Deluxe. Plus. So. Man muss auch ein bisschen mal auf die Marke achten. So, was ist hier? Das kann das Schild ändern, okay. Stern mit Stern ist auch so ein bisschen. Vielleicht so ein professionelles Schild, wenn man schon das Stern, dass man es nicht übertreibt. So passt es gerade drauf. Das ist schon ganz gut. Rotationswinkel. Ja, das passt schon. Symbol. Ah. Vielleicht was Himmlisches. Eine Banane. Nee. Ein Lichttrank. Brennender Fliegenpilz, was es alles gibt. Aber so ein aussagekräftiges, Schild ist schon eine gute Sache. Also Licht. So richtig bin ich noch nicht zufrieden. Was jetzt für Licht gut wäre. Muss eigentlich das, was vorausgewählt ist, das müsste ja auch irgendwo hier bei sein, oder? Oder kann man das dann gar nicht plötzlich auswählen? Vielleicht übersehe ich es auch. Ach, da ist es ja. Guck mal an. Es hat eher so eine Blume halt, ne? So, weiß ich nicht. Überzeugt mich jetzt nicht so. Eine Kerze wäre halt gut. Dass man was sehen kann. Ein Scheißhaufen. Poop-Emoji. So ein Licht, ich finde, das hat ein bisschen was Magisches. Und so, und die Form ist ja schon, das finde ich ganz gut. Und was ist das hier? Kann ich noch die Farben ändern? Ne? Ja, nicht mehr dran, das passt so. Rezept speichern. Trank fertigstellen. Ha! Der Pfad des Alchemisten, Kapitel 1 abgeschlossen. Gut gemacht, du hast das Kapitel abgeschlossen. Mit jedem neuen Kapitel erscheinen neue Besucher, Auftragstypen, Trankbasen. Händler und käufliche Gegenstände, schließe weiterhin die Ziele auf dem Pfad des Alchemisten ab, um das volle Potenzial deiner Alchemieausrüstung zu erschließen und alle Geheimnisse des Handwerks zu lernen. Okay. Wollen wir den Typen natürlich auch noch seinen Trank verkaufen? Ah, der Frau. So. Super starker Lichttrank Deluxe plus Licht 3. Also 43, ja. Ich sag's noch. Komm her, Mädchen. Du willst es doch auch. Das ist ein astreiner Trank. Also allein der Name, der Flakon. 51. Also finde ich auch. Einfach gut. Wir müssen auch das Geld wieder reinholen, was wir an dem Pilzoper verballert haben. Ja, der wollte ja ordentlich Geld. Ich sollte immer die Polizei auf den Hals hetzen. Der verkauft hier Pilze. Ich glaube nicht, dass er eine Genehmigung dafür hat. Gestern wurde ich von 3 Räubern überfallen. Sie wollten mein Geld, konnten aber keins finden. Also haben sie mich stattdessen ordentlich verdroschen. Ne? So alternativ, ne? Vielleicht auch wegen deiner Frisur. Also, möglicherweise. Aber ich hatte doch Geld bei mir. Ich habe es nur an einem sicheren Ort versteckt. Okay, ich will nicht wissen, wo. Jetzt muss ich das Geld allerdings für einen Heiltrank ausgeben. Ich habe am ganzen Körper Schmerzen. Baby, Heiltrank Level 3.
28 bezahlt man so wenig für die Heiltränke? Vor allem will ich gar nicht wissen, wo der sein Geld versteckt hat, was er mir jetzt gibt. Da wäre vielleicht auf der Flasche das Poop-Emoji angebracht. Mit dem will ich auch gar nicht peitschen. Dann holt er noch Geld irgendwo raus. Nee, weg damit, danke. Mein Laden ist beliebter geworden. 10% auf den Preis der Tränke. Chance auf Preisnachlässe auf Waren ist um 5% größer. Chance auf Preisausschläge ist um 5% geringer. Ha, ja, guck an. Kann ich also Waren eventuell günstiger kaufen. Oder weniger teuer. Hallo, ich habe gehört, dass es einen neuen Alchemisten in der Stadt gibt. Also bin ich gekommen, um Hallo zu sagen. Ich bin die örtliche Zauberin. Oder Hexe, wenn du so willst. Sie nennen mich die Einheimischen jedenfalls. Wie auch immer, ich bin nicht nur aus Neugierde gekommen. Führst du zufällig Gifte in deinem Laden? Warum soll deine Hexe Gift brauchen? Manche erfordern unsere Hexenrezepte Gift. Und Menschenblut. Alles besorge ich mir schon selbst. Lacht. Eigentlich müsste der tränenlachende Smiley sein. Das ist eigentlich doch was. So macht er übrigens. Wenn der einen Sound machen würde, wäre es. Naja, vielleicht ein bisschen anders. Aha, Ja, mein Gott, Gift. Kann man auch Gift. Ne? Vielleicht findet die ja auch die Homöopathie auch gut. Gift. Augenblick, ich mal kurz ins Labor. Der Rest alles. Ja, okay. Ab ins Labor. Gift ist hier unten. Wir haben nur Gifttrank 1 und 2 haben wir, glaube ich, oder? So, wir können ja mal Gifttrank 3 probieren. Ist ja eh was. Part des Alchemisten bin ich. Kapitel 1 bin ich fertig. Ich beende das Kapitel. Dazu muss ich jetzt nochmal schlafen. Ne, ich habe abgeschlossen. Kapitel 2. Erschaffe einen Trank mit 2 unterschiedlichen Effekten. Ui. Das kommt noch. Beliebtheitsstufe von 4. Mittelgroße Menge an Erfahrung. Auch sehr genau mittelgroß. Erschaffe einen Blitztrank, Explosionstrank, schnelle Wachstumstrank. Und wir haben jetzt auch Sachen hier schon gemacht. Trank der Stufe 3. Mit individuellem Aussehen oder Namen. Haben wir auch schon gemacht, ja. Okay, also wir wollen da unten hin. Okay, das ist da nicht so hilfreich. Terraria unter Umständen. Terraria und Feuerglöckchen könnte was bringen. Das sind auch die Billigsachen mit dem Triadensattel. Ja, Sachen haben wir relativ wenig. Das ist immer so, um ganz spezielle Sachen zu erreichen. Okay, das ist schon mal die richtige Höhe. Und das, da fehlt immer noch ein bisschen was. Terraria, die Höhe ist ganz gut, aber der Breitengrad, den wir mit dem Feuerglöckchen erreichen, ist so ein bisschen zu wenig. Aber ich will auch nicht 2 Feuerglöckchen, das ist alles was. Ich weiß nicht. Ein bisschen nach unten, also ich müsste entweder das, was straight nach links geht. Das ist eigentlich relativ gut, der rote Pilz. Ich bin nicht sicher, ob das... Der rote Pilz hat mich wie viel gekostet? Irgendwie 37 oder sowas? Das kriege ich doch bestimmt für den Gifttrank nicht. Das heißt, ich würde irgendwie... Man könnte ganz gut, glaube ich... Ich könnte das Terraria... Das geht sogar nach unten. Das ist eigentlich ganz geil. Ich glaube, man könnte Terraria... mit dem roten Pilz ganz gut kombinieren. Aber der ist halt sauteuer. Zäh und scharf ist der rote Pilz. Wird manchmal zum Essen hinzugefügt, um es zu würzen. Triadensattel würde ihm nicht so sehr helfen. Es wird nach unten. Jetzt die Frage, will ich das? Die Hexe. Hat die denn viel Geld? Ist es gut, sich mit der Hexe gut zu stellen? Ist das wichtig? Ja. Also Feuerglöckchen mit Dings oder Feuerglöckchen mit. Jetzt muss ich mal ins Rezeptbuch gucken. Gifttrank 2 haben wir schon. 2 Feuerglöckchen und ein Terrarium. 2 Feuerglöckchen, ein Terrarium. Mal drücken. 2 Feuerglöckchen und ein Terraria. Das hat der Shit. Aber bekomme ich denn keinen
Zweiertrank hin mit einem Feuerglöckchen? Ich probier's nochmal manuell. Tja, da kommen wir nicht weit nach unten. Das ist alles, ich sag's euch, man hat's nicht gleich als Alchemist. Da kriegt man garantiert nur einen Einsatz. So. Da unten, ja, das wird alles nix. Also, wollte ich gar nicht. Noch ein paar Sachen eingesammelt. So kann ich halt einen Level 1 Trank machen. Für billig. Na hier, ich kriege jetzt einen Billigtrank. Erstmal. Die Unterschiede nochmal rauskriegen. So. 14. Ja, hier, go. Gucken, was das. Ein Beliebter hat auch nicht so viel gebracht. Ich bin ein bisschen mehr erhofft. Ja, damit bin ich jetzt nicht so zufrieden. Vielleicht müssen wir warten, bis da geilere Sachen wachsen. 33 Gold, mehr Sachen. Wir gehen mal pennen. Habe ich noch einen? Ich habe doch noch einen Talentpunkt, oder? Kann ich gleich mal anschauen. Der neue Tag bricht an. So, Talentpunkt. Ein Talentpunkt. Was können wir nochmal hier? Mehr tägliche Boni. Guck mal auf die Alchemiekarte. Die grünen sind die täglichen Boni, oder wie? So. Sichtradius. Geld, Feilschen. Nehmen wir es mal. Man braucht irgendwie alles. Wie immer, man braucht alles. Erstmal hier schön im Garten. Was Neues. Sumpferich. Seltsamling. Okay, der macht auch interessante Moves. Der Bro. Hat ich noch mehr? Nee. Okay, das war's. Im Keller tut sich da was. Ratten. Ungeziefer? Nee. Ich mach mal ähnlich, okay. Der sieht aber fancy aus. Hallo, wie ich sehe, hast du kürzlich eröffnet. Ich bin auch ein Alchemist. Oh, Konkurrenz. Aber ich bin nur auf der Durchreise, na gut. Ich sammle einige Zutaten und verkaufe Alchemieausrüstung, also habe ich beschlossen, vorbeizuschauen. Ich habe im Moment nur wenig Geld und habe nur verzaubertes Papier dabei. Aber wenn du dein Rezept erweitern willst, kannst du ein paar Blätter kaufen. Verzaubertes Papier? Die Blätter im Rezeptbuch sind aus speziellem Zauberpapier. Der Zauber verlangsamt die Alterung des Papiers und ermöglicht es dir, bestehende Rezepte zu bearbeiten. Du kannst sogar ein altes Rezept komplett löschen und stattdessen ein neues schreiben. Außerdem können Blätter aus verzaubertem Papier bequem in das Rezeptbuch eingebunden werden, wodurch du es fast unbegrenzt erweitern kannst. Okay. Zeig mir deine Waren, Bro. 190 kostet dann ein... Eine Seite, oder was? Wie haben wir denn noch? 190. Gut, wie oft kommt der Typ vorbei? Ich gönne mir mal eine Seite. Ach du. Er hat kein Gold. 800 Gold hat der. Da müssen wir jetzt ein bisschen falschen, Bro. So nicht. Das geht aber viel zu schnell wieder hoch. Durchs Teil schon mal ein Level aufgestiegen und da auch was bekommen, okay. Ja, danke. Sei gegrüßt, ich hatte gestern eine geniale Idee, na dann. Ein Bier zu brauen, das auch an den kältesten Tagen deine Knochen wärmt. Die Leute würden in den nördlichen Provinzen einen hübschen Batzen dafür bezahlen. Das Rezept ist fast fertig, aber damit das Bier immer warm ist, brauche ich etwas wie flüssiges Feuer. Hast du so etwas? Ein starker Feuertrank, ne? Würde ich jetzt denken. So, schauen, die Feuerglöckchen gehen uns aus. Windblüte ist kein Ding. Da haben wir ohne Ende.
Was gibst du noch in deinem Bier? Mal ein bisschen Konversation betreiben. Eigentlich ist das Rezept für mein Bier ein großes Geheimnis. Ich kann nur sagen, dass ich 5 Arten von feurigem Pfeffer beimische. Und dann noch einen Feuertrank. Das klingt nicht nach einem Bier, was du machst. Dieser Trank ist perfekt. Ja, allerdings ist er perfekt, Bro. Lang genug dran geschraubt. Bitte hilf mir, mein Sohn hat mit Freunden im Wald gespielt und sich den Knöchel verstaucht, als er von einem Baum gesprungen ist. Bitte hilf meinem kleinen Jungen, damit sein Bein verheilt. Da haben wir doch den starken Heilungstrank. Mal gucken, also haben wir alles noch genug? Ja, hier. Mal raus die Scheiße. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen wieder. Ich habe ja ein Herz für die Ladies, da wird nicht gehandelt. Für das Kind, hier, geht auch so. Vielleicht auch ein bisschen mehr Beliebtheit und Reputation und sowas. Das ist ja auch alles wichtig. Beliebtheit ist mal wichtig, dass wir da mal mehr, dass wir da weiterkommen. In letzter Zeit verschwinden immer wieder Kinder, die in den Wald gehen, um am See zu spielen. Die Dorfbewohner sind sich sicher, dass es ein Wassermann ist. Ich wurde gebeten, mich um die Bestie zu kümmern. Oh Gott, der Wassermann. Das ist auch... In Cabin in the Woods, der Wassermann muss schon aufpassen. Ich wurde gebeten, mich um die Bestie zu kümmern. Ich muss mein Schwert verstärken, um diesen Abschaum zu besiegen. Ich habe gehört, dass Wassermänner beim Klang des Donners fliehen. Achso, ich wollte jetzt tatsächlich irgendwie was mit Feuer machen. Donner, wie den zum Fliehen bringen. Bekämpf ihn doch mit Feuer. Fight it with fire. Was haben wir hier noch gemacht? Auf ein Rezept, ein Satz fürs Rezeptbuch auch schon das geleistet. Donner wieder, Donner. Ja, Augenblick mal, da muss ich mal kurz in mich gehen. Donner. Mana, ja, hier so oben. Was bräuchte denn für Donner? Was ist denn so? Ist irgendwie so Unwetter, also so Wind. Oben Wind. Terraria ist eine der bekanntesten Alchemiezutaten. Erdelemente. Okay, gucken wir ein bisschen, noch ein bisschen lesen. Fühlt sich heiß an. Wasser, ja gut, Wasser. Hm. Triadensattel. Der Legende nach ritten die Triaden des Waldes diese Pilze als Reittiere. Das kann nicht stimmen. Hm. Danke dafür. Schwefel. Schlingpflanze. Nass und schlüpfrig. Schattenpfifferling. Roter Pilz. Grüner Pilz, die riechen exakt so, wie sie aussehen. Grün irgendwie. Sumpferig. Seltsamling. Koboldpilz. Also ich will hier oben hin. Okay. Da müssen wir so ein bisschen außen rum eiern. Entweder mit der Wasserblüte drumrum. Oder einer der seltenen Zutaten. Dass man so einen Bogen macht. Die sind aber alle nicht geeignet, die gehen alle nach unten. zu sehr an den Pilzen gerochen, was eingeatmet. Fangen wir doch mit der Wasserblüte an. So ein bisschen nach rechts. Dann frage ich sie, wie weit? Und dann nach oben und dann muss ich wieder nach links irgendwie. Feuerkelche. Das Feuer geht uns langsam aus. Das sind eigentlich Tränke, die ganz gut sind. Wo damit kommt auch mal nach links. Das hängt davon ab, wie weit. Ich will eigentlich ja nur knapp vorbei. Hätte ich doch erst mit dem, zumindest einmal mit der Windblüte anfangen sollen. Ich ja gerade so drumherum komme. Das hilft alles nichts. So, nach oben probier ich so bis hier. So. Ich werde daneben geschmissen. Okay. So, wo ist. Davon haben wir recht viel. Rein in die Suppe. Okay, dann müssen, und dann von da aus müssen wir nach oben links. Ah, so ein Schwefelregal könnte da voll was bringen. Erstmal rühren.
So. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich irgendwas so weniger geworden? Scheiße. Ist das berührt? Warum ist das weniger geworden? War es vorher schon weniger? Ah, was da passiert? Wird es damit wieder mehr? Ah, irgendwas habe ich verkehrt gemacht. So. Das Schwefelregal. Das Schwefelregal wäre eigentlich ziemlich geil, um da anzukommen, ehrlich gesagt. Aber, na, wo so gleich so einen richtig guten Trank machen, wäre schon eine geile Sache. Also eigentlich wäre jetzt Windblüte plus Schwefelregal das Richtige. Das ist halt, aber jetzt habe ich. Das Schwefelregal wäre fast perfekt. Glaube ich. Oh ja, das wäre wirklich. Ein bisschen fehlt sogar noch. Ich glaube, wenn es perfekt wäre, würde ich es machen. Aber ich glaube, es ist nicht ganz perfekt. Ich glaube, es ist ein bisschen zu niedrig, oder? Aber andererseits bräuchte ich für eine Sache noch zwei. Also wenn es perfekt passen würde, ich glaube ich sogar fast machen. Aber da ich jetzt eh noch zwei brauche, verwende ich jetzt ein Feuerglöckchen und noch eine Windblüte, oder? Weil die Feuerglöckchen, ich brauche eh entweder Feuerglöckchen oder Schwefelregal. Wenn das Schwefelregal wirklich perfekt passen würde, würde ich es nehmen. Aber es passt nicht perfekt. Dann bringen wir das mal auf die richtige Höhe. Oh, die Höhe kann ich noch ein bisschen variieren. Das Blöde ist, dass das natürlich so zum Zickzack nach oben geht. Okay. Und das macht so einen Zickzack nach unten. Und das. Oh, das passt eigentlich und es geht da nach unten. Okay, wir fangen mit der Windblüte an und bringen das auf die richtige Höhe. Ich brauche so ein Bildschirmlineal. Lieber noch ein bisschen zu weit nach oben, dann kann ich noch mit Wasser nachgießen. Okay, so, so, ne? Und dann geht sie noch ein bisschen nach oben. Ah, das sollte passen. Okay, okay, okay. Und jetzt hier. So, einmal durchmörsen, auch wenn wir es gar nicht brauchen. Also schön klein hackern. Muss sein. So. Vorsichtig rühren. Das Nachgießen nicht, dass wir Soße macht, das muss man abwechselnd dann rühren und wieder Flüssigkeit nachgeben. Das hätte eigentlich auch ein Vierertrank sein können, finde ich. Vielleicht geht es einfach noch nicht. Ja, komm! Boah, puh, ja, Feuerglöckchen kommt, glaube ich, nicht drum rum. Mit Terraria sind wir erst nach rechts. Ja, wir mussten da drum rum, ne? Was? Oder kann ich denn? Ist das denn Hauptsache, solange da noch was drin ist, sozusagen, geht das dann auch? Hätte ich jetzt einfach mir. Das Spann. Hätte ich einfach stumpf mit der Windblüte durchstampfen können? Blitz sogar das Richtige, okay. Aber wohl, hat er nicht Donner gesagt? Ich speichere es trotzdem jetzt erstmal. Die richtige Flasche mal, Blitz. Was ist das denn hier für ein Elefant? Blitz, was ist denn eine Flasche Blitzstern? Feuer, sei Feuer hier. Blitz ist.
tue den Blitz mal hier rein. Was ist zu klein für einen Blitz? Ja, Blitz. Also Blitzzeichen ist, glaube ich, schon ganz gut. Kann man schon nehmen. Das Zeichen finde ich gut. Aber ehrlich gesagt. Oh, haben wir sogar zwei verschiedene Farben. Selber bleibt aber lila, kann ich nichts dran ändern irgendwie. Ah, nein, nicht zurücksetzen ist das. Beschreibung, ui. Nee, so. Wir speichern das mal, aber ich glaube, das kann ich noch besser machen. Das probiere ich nachher mal aus. Habe ich mal hier Punkte? Nein. Ich glaube. Werden Tränke schlecht? Ich glaube nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich das wissen will. So. Neuer Trank. Was passiert, wenn ich mich da einfach durchboxe? Rein in die Suppe. Das ist ein Erfahrungspunkt, kriegen wir auch noch durch. Okay. Wird jetzt spannend. Okay, so viel dazu. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Sie waren sehr geduldig, der Herr. Vielen Dank dafür. Aber wenn man einen Wassermann bekämpfen möchte, da tut's halt nicht irgendwas. Starker Blitztrank. Stopp mal ganz kurz. Starker Potzblitztrank, bitte sehr. So. So, ich wollte es nur kurz gesagt haben. So. Der ist ja schon beschriftet, na egal. 76. Stimmt, das kostet doch alles mehr, was ich hier mache. Dude, so nicht. Das muss gut bezahlt sein. 95, immerhin, ja, okay. Und hier hat sie auch was gebracht. Ah, Mann. An wen verkaufst du sonst noch Kräuter? In der Stadt brauchen viele Leute Kräuter. Manche nutzen sie zum Würzen, andere für medizinische Zwecke und der Bierbrauer verwendet sie oft, um neue Arten von Bier zu brauen. Das ist schon das Craft-Bier. Ist wichtig, ne? Dann zeig mal, was du hast, Girl. Die Feuerglöckchen. Die stecke ich alle ein. Die brauche ich viel, die geben viel Geld. Verkaufen ist ja völliger Schwachsinn. Du kriegst ja nicht mal ein Zehntel. Also nicht, dass ich das Wort habe. Eisfrucht, ui. Ist im Angebot. Im Angebot kann ich auch nicht widerstehen. Haarige Banane. Das willst du... Kannst du diese Banane rasieren? Aber sicher. Und da habe ich eine Geschichte mit. Kannst du mich. Egal. Das will keiner wissen. Oh Gott. Wenn man sich manchmal erinnern muss. Ja, ich kaufe die Sachen, die im Angebot sind. Die Sachen brauche ich jetzt nicht spezifisch gerade gefühlt. Natürlich ein bisschen gefeilscht. Mädchen, so nicht. Geht aber ganz schön schnell wieder hoch, der Preis. Das bringt auch nicht. Oh, das sah ganz gut aus, die Runde, ja. Oh, guck da, das ist ja sehr schön. Vielen Dank. Hat was gemacht.
Hallo zusammen, ich war auf dem Weg zum Treffpunkt meiner Einheit, als ich deinen Laden sah. Ich dachte, ich schaue mal vorbei und kaufe einen Trank für unseren Kampfmagier. Er hat sich in letzter Zeit darüber beschwert, dass seine magischen Kräfte nachgelassen haben. Ich habe gehört, dass es einen Trank gibt, der Magiern hilft, wieder zu Kräften zu kommen. Hast du so einen? Du meinst einen Mana-Trank, der hier schon gut gereift ist? 24. Ich werde den Trank kaufen, aber nicht viel zahlen. Ich könnte jetzt noch zum Testen, damit ich auch mal weiß, wie der Unterschied ist. Okay, 24. Jetzt gucken wir mal nach, was... Oh, den habe ich nicht mal. Augenblick, Kollege, ich gehe mal kurz ins Labor. Ich mache mal jetzt einen besseren Mana-Trank, nur um zu schauen, wie der sich verhält vom Preis her. Das ist schon, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, ob sich das überhaupt lohnt. Also wahrscheinlich ist das eh wichtig wie die ganzen anderen Werte, aber ihr kennt mich ja, der Spar- und Rechenfuchs, der will es genau wissen. So, was haben wir denn? Die sind denn die billigen Sachen. Das bringt mich dann zum Mana-Trank, die Wasserblüte, Terraria hilft mir gar nicht, Feuerglöckchen auch nicht. Wind und Wasser, anscheinend Wind und Wasser macht Mana. Haben wir auch mal was gelernt, wie das so funktioniert, vielleicht eine Stinkpflanze unter Umständen oder so ein Schattenpfifferling, ein roter Pilz, da nicht so hilfreich, Seltsamlinge, das ist alles nicht so, das braucht es alles nicht. Die Eisfrucht könnte, ja. Guck, das ist auch mal ein Trank hier, wo man denkt, so mit einer Eisfrucht drin oder so, egal. Also, was habe ich gesagt? Die beiden Sachen. Ich bräuchte wahrscheinlich jeweils 2 und 2, um da perfekt zu landen, mindestens. Ich weiß nicht mal, ob das ausreicht. Wir fangen mal mit den beiden Billigsachen an. Obwohl billig auch so gemein klingt. Das sind Basissachen, die wichtigen. Manchmal ist ja auch die kleinen und die grundlegenden Sachen sind ja oft mit die wichtigsten. Bloß weil die dann überall mit dabei sind. Ja, ist ja nicht unwichtiger. Man muss man nicht gering schätzen. So. Wasserblüte. Matsch, matsch, matsch. Hier noch schön die Ecken, auch wenn es gar nichts mehr bringt. Schön sauber sein. Ich mörser auch selber ganz gerne. Manche Gewürze, wenn man die frisch mörsert, solche Kreuzkümmel, das riecht super und schmeckt auch einfach am besten. Das ist auch so eine Sache. Das ist ein Mörser manchmal ganz gut. So, okay. So, jetzt gucken wir mal. Da kommen wir weit genug nach rechts und da kommen wir weit genug nach oben. Warum habe ich es denn vorhin nicht geschafft? Was ist denn da schiefgegangen, meine Damen und Herren? Und idealer, und im Zweifelsfall lande ich eher oben rechts davon, dann kann ich mit Wasser das noch ein bisschen... Also oben ist okay. Okay, dann Windblüten wir mal fett ab. Oh, hätte ich das andersrum gemacht, wäre es doch besser gewesen. Hätte ich mehr Bücher eingesammelt. Ah, zu spät. Kann ich es nochmal zurücktun? Ich glaube, das ist besser. Wenn ich mit der Wasser... Ja, doch. Und dann zickzack ich hier noch fett ab. Das wird gut, das wird gut. Kann ich zumindest die mitnehmen? Oder hier nehme ich 3 mit und hier nehme ich eine Doppelbuchseite mit. Weil hier eier ich so rum und dann so zickzack nach oben. Dann nehme ich das nicht mit. Ich glaube, entweder nehme ich die 3 mit oder ich gehe erst nach oben und nehme die beiden mit. Bringen die denn irgendwie mehr, die grünen Seiten? Nee, ist einfach nur... Also ich glaube... Aber wir können das mal machen, damit ich weiß, wirklich, was der Unterschied ist zwischen den Doppelseiten, ob es einfach doppelt so viel XP ist, wie man es vermuten könnte. Die Frage ist, wenn ich nach oben gehe und dann die Schlangenlinie nach rechts mache, ob ich da überhaupt vorbeikomme. Das kann dann nicht ja ganz... Nee, dann machen wir es lieber so. Erst Wasserblüte. Nee, die Reihenfolge ist nämlich manchmal auch wichtig. So. Die Frage ist, wie weit nach rechts, also nach links unten komme ich. Und wie weit nach oben komme ich? Auch so. Deswegen, ich will jetzt nicht zu weit. So ein bisschen ist schon ganz gut. Ich glaube, so bis hier. Dann grenzt es daran und damit. Ja, wo das ist mit dem Zickzack. Man ist ja eh lange Zeit, bis man ganz oben ist, eher links von der Spur. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich noch ein kleines... So. Okay, das haben wir uns eingesammelt. Habe ich jetzt geguckt, wie viel es gab? Habt ihr vielleicht aufgepasst? Ich habe es jetzt. Man ist ja mit so vielen Sachen beschäftigt. Vielleicht gehe ich ja sogar. Oh, das sieht gut aus. Das verstoßen wir mal komplett. Vielleicht nehmen wir hier sogar noch ein Buch mit. Okay, ja, sie nehmen wir sogar. Okay, sehr schön. So. Ja, schau. Mittelgroße Erfahrung. Okay, jetzt müssen wir gucken. Ja! Okay, das ist gut. Und Mittelerfahrung und alles. Das war hier doch fürs Dings wichtig. Mittelgroße Erfahrung oder so. So viel steht nicht mehr an in der
zweiten Seite, zweiten Kapitel des Alchemisten. Okay. Ja, sehr schön. Doch, das ist gut. Okay, jetzt natürlich hier noch Feuer. Das ist starker Mana-Trank. Hervorragend. Das speichern wir als Rezept. Haben wir noch Seiten? Langsam mit. Okay, hat kein. Ah, doch, das ist der Mana-Trank. Okay, wir killen mal den hier. So. Starker Heiltrank, starker Feuertrank, starker Potzblitztrank. Super. Super starker Lichttrank Deluxe Hammer. Starker Mana-Trank. Das Einzige, die noch ist auf Level 2. Was hier alles schon zaubern, ich sag's euch. So, den Trank fertigstellen. Dann gehen wir mal zurück. Schön, dass die gewartet haben. Der Herr für den Kampfmagier. Okay, was bezahlt er mir jetzt hier standardmäßig dafür? 24. 61. Oh. Ich verkaufe den trotzdem, glaube ich, erstmal den anderen noch, weil nachher kriege ich ja mit mehr, kriege ich ja prozentual mehr Geld und so. Sonst wäre ich ihn ja nicht los. Ich will auch nicht fett falschen. Hier in dem. Ein riesiger Ameisenhaufen ist in der Nähe meines Hauses aufgetaucht und jetzt sind die Ameisen überall. Auf dem Boden, an den Wänden, an der Decke, sogar im Essen. Es ist unerträglich. Ich brauche etwas, um diese lästigen Biester loszuwerden, und zwar schnell. Ha. Was machen wir denn da? Womit wird man Ameisen los? Gift? Feuer? Da muss ich kurz drüber meditieren, der Herr. Okay, was machen wir denn jetzt? Gift, Feuer, Liebe, Eis, Magie, Blitz oder Licht? Gift? Wenn ich es nicht kaufe, kann ich es auch anders geben. Aber noch, wir haben den schlechten Gifttrank. Ja, vergiftet halt die Ameisen, ich weiß nicht. Das klingt irgendwie nicht so überzeugend. Aber, was ist jetzt los? Ich wollte nur gucken, was ich habe. So, Entschuldigung. Zwei davon und ein Terrarier. Da haben wir einen Gifttrank. So. Was meinst du denn zu meinem Gifttrank? Okay, finde ich ja gut. Ja, hier, für die Ameisen reicht's. Sei so freundlich und gib mir ein Heilmittel von der stärkeren Sorte. Ich habe gestern mit ein paar Jungs eine Handelskarawane eskortiert, dann wurden wir von Banditen überfallen. Ich wurde mit einem Messer niedergestochen, fiel aus dem Karren auf die Straße. Okay. Ja, da haben wir doch. Starker Heilungstrank, Kind. Heilungstrank ist aber eigentlich eine andere Flasche. Wenn wir es auch mal sind. Oh, starker passt schon ganz gut. Na, so ein, das ist ein höher leveliger noch. Das sind eigentlich die Heiltränke, oder? Hier sind ja zwei Farben. Wie ist das denn? Ja, das ist so ein Verlauf. Ich dachte, vielleicht hätte es dann noch eher so ein. Die Hintergrundfarbe ändern kann auch noch ein richtig rotes Herz machen wir draus. Kriegt er den jetzt hier? So, der ist gut nochmal. Bisschen sogar für dich modifiziert, noch ein bisschen angepasst. Guck, wie wäre es denn damit? 30. Ja, aber 30. Immerhin 37. Ja, guck, ein ehrliches Tagewerk haben wir hier vollbracht. Ich würde sagen, einen Tag spielen wir noch. Macht gerade so einen Spaß. Das Geld ist nicht so weitergekommen, aber wir haben relativ viel Zutaten. Auch schon was geleistet. Beliebtheitsstufe 4. Ja, bin ich auf dem Weg. Explosionstrank, ja, es kommt, will bestimmt noch jemand. Der neue Tag bricht an. Erstmal gucken, was im Garten gewachsen ist. Ja, das ist langweilig, das geht. Nochmal, das hat mir noch nicht so viel von dem seltsamen Ding. Oh, sehr gut. Hier, das ist doch der rote Pilz. Das ist aufgestiegen.
Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr auf der Karte sehen. Ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt neue Tränke brauen muss, will ich auch sehen, wohin und so. Ne? Wohin des Weges. Ding, 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 ding. Laden offen. Oh, guck mal, da kommt gleich so ein Abenteuerzwerg. Ich habe Geschenke aus den Bergen mitgebracht. Wer bist du? Was verkaufst du? Ich bin Bergmann. Grabe, baue Stollen, suche nach Gaben der Berge. Stein, Mineralien, Kristallen. Verkaufe einige. Seltene Edelsteine. Meine Waren nicht billig. Okay. Ein einfaches Gemüt. Zeig mir deine Waren. Was zum Fick? Oh, das aber geht voll weit. Wolkig wie eine Wolke, Kristall wie ein Kristall. Feuerzitrin. Was ist denn dieser Kringel da immer noch drin? Ah, das ist der Standard. Oh, damit kann man entweder ganz kurz, einen ganz kurzen Weg gehen oder einen ganz langen. Ich gönne mir mal so einen Frostsaphir. Das sieht geil aus. Immer kalt, nicht lecken. Fühlt sich warm an, leuchtet schwach in der Dunkelheit. Und Wolkenkristall, Wolkchen in der Wolke. Ha. Okay. Danke. Puh. Teuer, teuer. Gute Frau, ist eine Bäckerin bestimmt, oder? Ich habe meinen Feuerstein irgendwo verloren und jetzt kann ich kein Feuer machen. Mein Mann kommt heute Abend mit Freunden nach Hause. Und dann Frostbrand. Wer kennt's noch? Das ist das. Der Mann kommt mit dem Chef nach Hause und dann die Steak. Die Steaks völlig im Arsch. Frostbrand. Da hilft nur ein Feuertrank. Können wir noch einen nehmen? Oder ein Mana oder Magie. Starker Feuertrank, mach mal. Ist das das Richtige für die Dame? Will sie das? Das will sie. So, können wir ruhig ein bisschen feilschen. Psst. Nicht aufgepasst. Zu oft daneben geklickt, weil ich irgendwie versucht habe, unten noch drauf zu achten, was da passiert. Drei mehr, da habe ich zu oft daneben geklickt. Hey, hier. Der Naden ist beliebter geworden. Und Punkt dafür. Was bringt das genau? Die 10% des Händler haben 25% mehr Zutaten. Strafe, wenn ein Kunde abgelehnt wird oder geht. Minus, also jetzt wird auch noch schwieriger. Habe ich vorher eine Strafe bekommen? Oder ist es jetzt besser als vorher? Habe ich vorher überhaupt eine Strafe bekommen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch keinen weggeschickt. Ich habe ja bis jetzt alle Kunden hier astrein bedient. Sogar den einen komischen Typen, der mir Reputation gekostet hat. Guten Tag, ich werde bald auf einen langen Kreuzzug gehen und was könnte meinen Kampfgeist besser stärken als ein Fläschchen Ale? Das Problem ist, dass die Sonne meinen Flachmann aufheizen wird. Ich denke, wenn ich einen Tropfen Frosttrank hinzugebe, bleibt das Ale auch in der Sommerhitze eiskalt. Hört sich das für dich schlüssig an? Frosttrank haben wir nicht gemacht, oder? Frosttrank. Okay, ja, okay. Naja, du machst dein Ding. Frosttrank. Oh doch, ist das der Frosttrank? Und die haben wir bloß nicht gespeichert, weil der scheiße war, glaube ich. Der ist nichts geworden, okay. Okay. Frostkristall. Frostsaphir. Ich tu dir einen Frostsaphir in deinen Trank. Ich glaube, es hackt. So, bin ich hier Krösus oder was? Dafür bezahlt er wahrscheinlich auch gar nicht. Ich gebe mir voll Mühe. Als würde mir dann genug Geld für bezahlen, dass mein Frostsaphir sich lohnt. Ich glaube es nicht. Sumpferig. So eine Eisfrucht ist natürlich nicht schlecht, aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in den Siff reinlaufe. Also ich muss irgendwie erstmal ein bisschen nach unten kommen. Komm mal runter. Ein bisschen runterkommen hier. Ich meine, dafür ist Terraria eigentlich immer ganz gut. Okay, Terraria ungefähr auf die Höhe kommen. Und dann eher ein bisschen zu weit unten, weil mit dem Wasser kann ich mich ein bisschen nach links schieben. Wie kombinieren wir das? Terraria mit Wasserblüte müsste eigentlich sogar reichen, wenn ich das geschickt mache, ehrlich gesagt. Wasserblüte plus Terraria könnte reichen. Die Eisfrucht ist ziemlich unberechenbar. Aber da habe ich auch wieder viel Spielraum. Ja, die Frage ist... Okay. Ich lande schon ziemlich weit unten. Vielleicht muss ich das nicht mal mörsern, ehrlich gesagt. Ich lande schon unterhalb. Ja. Terraria ist eigentlich schon fast ein bisschen zu viel. Habe ich noch was anderes, was nach unten geht? Triadensattel ist nicht viel besser.
tatsächlich. Das auch nicht, das auch nicht. Okay, okay, okay. Wir fangen mit Terraria. Terraria kommt direkt in die Suppe. Können wir das Rezept speichern? Super Rezept. Okay, wir haben was mitgenommen. So. Wasserblüte. Ja, man braucht natürlich relativ viel, aber Wasserblüte, ehrlich gesagt, oh, hier kommen wir voll gut. Mit dem Sumpferich und Dings kann man einen guten Heiltrank machen. Ja, das machen wir schon so. Rühren, 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 rühren. Brauchen wir drei Wasserblüten, wenn ich das... Okay, jetzt wird es nämlich tricky, dass ich da gut lande. So. Einfach möglichst so, dass wir gut da... So. Rühren, 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 rühren. Na, das habe ich befürchtet. Die Frage ist, wenn ich hier, ob ich da hoch genug bin, dass ich... Ja, das war ein bisschen zu viel vom Terraria, ja, habe ich schon gesagt, wenn das ein kleines Ticken weniger gewesen wäre. Baby! Ah, herrlich. Okay. Starker Frosttrank. Frosttrank. Frosttrank ist aber auch gefährlich. Es braucht eine stabile Flasche. Was ist eine stabile Flasche? Eigentlich stabilsten ist ja komplett rund, oder? Sowas hier. Dass das möglichst stabil ist. Ist ja kalt da drin, ist gefährlich. Was für ein Schild bekommt das? Gar kein Schild. Gar kein Schild. Auch schwierig. So eine kleine Flasche. Die Schilder bringen ja fast alle gar nichts. Oh, das heißt, das sind so ein bisschen isoliert auch. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Kann man es vielleicht besser anfassen? Ja, das ist ganz gut, glaube ich. Ist ja auch kalt, wenn draußen die. Ja, das dachte ich, das ist gut, das ist gut. Vielleicht noch. Ja, guck hier noch so mit. Nach außen wird es weiß. Oder ist es umgekehrt schöner? So ist doch so. Okay, okay. Das ist gut, das ist gut. Starker Frosttrank. Das Rezeptbuch ist langsam voll, ne? Scheiße. Alles nur die starken Tränke. Doch ich muss nachher mal Platz machen. Vielleicht ist das einfach ein starker Heilungstrank. Ah, ärgerlich. Vergiftungstrank 2. Ist eh nicht so der Reiße. So, danke, dass du gewartet hast. 45. Ach komm, ihr müsst auch mal ein bisschen was bezahlen. Die Leute wollen für ehrliche Arbeit auch nichts mehr bezahlen. Sollen die das noch aus dem Kreuz leiern? Ich sag's euch. Ich war gerade auf der Straße unterwegs, als mir wie aus dem Nichts ein Blumentopf auf den Kopf fiel. Gut, dass ich schon immer einen dicken Schädel hatte. Ja, auch so eine tolle Frisur, wie der andere auch schon. Sonst wäre ich jetzt erledigt. Aber jetzt habe ich eine fette Beule am Kopf. Womit kann ich sie einreiben, damit sie wieder verschwindet? Die Beule vergiften, damit sie weggeht. Ist ja logisch. Man könnte sie natürlich kühlen. Oder mit einem Heiltrank. Die Frage ist, was ich natürlich will, ne? Das ist beides nicht so aufwendig. Ich mache beides und guck mal. Ich finde, beides geht. Feuer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So, gucken, was er zu einem Frosttrank sagt. Diesen Tank brauche ich. Okay, Dude, aber das, also. Ich weiß ja nicht, Medizin im Mittelalter und so. Also Sachen, so eine Beule kühlen.
kann es auch schon mal von Alchemisten hören. Ja, in dieser Trank ist perfekt. Ja, bezahl du mal. Ist das eigentlich denn so ein Gespräch aus über das Wetter und über eine Wurst und die Alte in der Schenke oder wie? 37, hier, her mit deinem Geld. Bro. Oh, Pilzopper. Zwinker zurück. Hast du Lust auf ein paar Pilze, Zwinker? Ja. Zwinkert mit dem anderen Auge. Also willst du ein paar Pilze kaufen? Ja, Zwinker, Zwinker. Sumpferich ist billig. Der ist ja wirklich billig. Muss auch mal ein bisschen gucken. Welche habe ich hier noch viel? Nach oben, nach rechts, nach unten. Das geht sogar. Wir haben eigentlich die wichtigen Sachen alle abgedeckt. Aber 13 ist halt wirklich günstig. Ich kaufe mal ein paar von. Ich kaufe nur die günstigen. 18 ist schon ein bisschen zu teuer. Koboldpilz. Ah, nee, was? Sumpferich. Dann kann ich auch mal was mit dem Sumpferich machen und das als Rezept verwenden. Weißt du was? Ich kaufe mal 10. Ich kaufe 13. Was ist denn so? Brauche ich die überhaupt? Ach, egal jetzt. Ja, mit dem Zeug. Ich muss jetzt mal einen guten Vorrat anlegen. Nicht Kunden, aber was zu bieten haben. Das Vieh vom Nachbarn hat er sich angewöhnt, das Gemüse aus meinem Garten zu fressen. Ich bin es so leid, jede Nacht Schafe und Ziegen zu verjagen. Ich möchte mein Gemüse mit etwas Besonderem aufpeppen, damit mein Nachbar weniger Vieh hat und ich weniger Probleme. Puh. Und ich will die das Gemüse vergiften, oder wie? Wie ist das mit meiner Reputation und so? Wofür ist die eigentlich wichtig? Das wäre doch auch mal eine Information. Aber ich kann ja einfach auch Gift verkaufen. Das ist dann, als Alchemist, dann landet man ratzfatz dann irgendwie auf dem Scheiterhaufen, wenn die Leute unzufrieden sind. So, geh du mal. Aber guck, Reputation hat es mir gegeben. Ich wollte mein Haus streichen, damit es einzigartig ist. Ich dachte, es wäre cool, die Wände mit leuchtender Farbe zu bestreichen. Ja, haben wir nicht noch sogar? Nee, haben wir nicht. Aber hier, super starker Lichttrank Deluxe Plus. Einer meiner ganz tollen Sachen. Und guck dir mal die Flasche an, Bro. Ja, da staunst du, ne? Da staunst du. Bauklötze. Auf dem Rückweg noch einmal ordentlich einsammeln. 55 Tacken her damit. Die Straße von meinem Dorf in die Stadt führt durch den Klippentunnel. Als ich in die Stadt ging, war alles in Ordnung, aber auf dem Heimweg fand ich den Tunnel blockiert vor. Jetzt wäre ein Fass mit Schießpulver sehr nützlich. Hast du so etwas zufällig? Nein, aber vielleicht erschafft mir einen Explosionstrank. Das machen wir dann nochmal. So, Explosionstrank. Das ist also entspannend. Man spielt ja ewig vor sich hin, ist aber auch echt entspannt. Feuer. So, was haben wir denn hier? Feuer und Gift. Das wird schon in dem Feuerbereich liegen, ne? Noch hinter dem Feuer. Donner. Eigentlich würde ich ja hier vermuten, aber hier ist halt Licht. So, mit Blitz und Feuer. So, Blitz und Feuer. Oder ist das in die Richtung da durch? Ah. Da gibt es noch Bücher. Ist auch ein Buch. Ist noch Bücher. Also der hat Wünsche. Bei Gift würde ich es nicht vermuten. Also entweder ist es einfach noch feuriger. Und es hat wirklich die Mischung aus Feuer und Blitz. Licht. Explosion. Ist auch ganz schön schwierig, da hinzukommen, ehrlich gesagt. Da durchzueiern. Ist gar nicht so leicht. Noch ein bisschen so angeordnet, dass sie so von der Richtung halt schon die nach oben gehen. Diverse.
nach Preis, nach Menge, nach Namen, nach Element, ja, schon so ein bisschen sortiert. Nach links und nach oben will ich. Also Feuerglöckchen und das erkunden wir halt mal ein bisschen, ne? Sag ich mal. Rein in die Suppe. Okay. Man sieht gar nicht, wie viel man bekommt. Es gibt nirgendwo ein Pop-up oder so. Ah! Okay, da müssen wir hin. Also ich könnte mit dem, damit könnte ich einigermaßen okay landen. Das bringt jetzt gar nichts. Der rote Pilz war nicht so das Ideale. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich nochmal eine Windblüte und ein Feuerglöckchen mitnehmen. Erstmal das Feuerglöckchen. Das hat sich übrigens auch wieder aufgefüllt, oder? Es hat ja was verloren hier beim Kontakt. Ist das, nicht, nachdem es dann weiterging, hat es das, nachdem es einmal überlebt hat, sozusagen, war es dann okay, nachdem es einmal überstanden hat. Die Map geht ja nicht wirklich so weit, oder? Was sind das denn für Tränke? So, es geht bis hier, kann ich jetzt nicht weiter scrollen, aber es, okay, ihn hier. Ordentlich mörsern. Machen wir erstmal, dann ruhen wir, wie wir es. Okay. Wasser geht nach unten rechts. Vorsichtig rühren. Ja. Okay, mal gucken, was das für ein Trank wird. Ja, mal den Blasebalg anwerfen. Also ich bin aber auch ein Meisteralchemist vor dem Herrn. Ja, also erstmal natürlich Feuer, Blitz, Licht, ne, so Explosion. Dann den Level 3 Trank. Zwar 6 Kräuter verbraucht, aber das sind auch nicht die teuren. Das geht schon. Das Rezept nicht speichern. Das Rezept wird aber gespeichert. Tut mir leid. Und Trank fertigstellen. Yes, baby. Wie viel brauchen wir denn noch für das aktuelle Alchemisten? Erschaffe einen Trank mit 2 unterschiedlichen Effekten. Okay, das ist nicht ohne. Schnelles Wachstum. Trank. Ist das einer mit 2 Effekten? Irgendwie schnell und Wachstum. Schnell ist ja kein Effekt. Der schnelle Trank. Obwohl, könnte natürlich ein Schnelligkeitstrank sein. Wer weiß das schon? Schlaftrank. Trunk heißt das doch. Beim Schlaf heißt das Schlaftrunk. Okay. Achso, wir müssen YouTube das verkaufen. So, was wollte er jetzt hier? Schießpulver, Explosionstrank. Ach, schau mal, da müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Auch wenn es jetzt dafür zu spät ist. Explosions. Ja, es ist schon explosiv, aber. Das
das sieht doch, das sieht gut aus. Welches Schild kommt da drauf? Ich würde noch ein schmaleres ganz gern haben. Bei den kleinen Flaschen geht das leider nicht so gut. So ein bisschen zerrissen. Das Symbol ist gut. Der kriegt jetzt noch den. Das ist halt beim Experimentieren ist alles noch nicht so klar. Immerhin gibt es viel Geld dafür. Hat auch ordentlich gekostet, muss man auch mal sagen. Also noch ein bisschen mehr für springen lassen, würde ich sagen. Ja, ja, guck. 429, wir haben einigermaßen gut Zutat, 429. Beliebtheit wächst, Reputation ist auch nicht verkehrt, Kalender gibt es ja noch nicht. Das dauert wirklich. Also das DXP, das dauert jetzt schon gerade. Wie viel haben wir denn? 667 von 1000. Ja, hier vor allem. Damit kriegt man schon relativ viel XP. In Sachen jetzt noch so Bonusgeschichten und so. Ich brauche mal langsam mehr Seiten. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Und bringen diesen Tag zu Ende. Träumen was Schönes. Die Mühle läuft schön weiter da. Und gesagt, das Fenster ist ganz nett. Ja. Und was jetzt in den nächsten Tagen auf uns wartet. So ein bisschen werde ich schon noch spielen. Mal gucken, was noch drin ist. Es gibt, wie gesagt, dann Sachen, die erst noch hinzukommen. Jetzt im Laufe der weiteren Entwicklung. Eben Early Access. Der Kalender kommt noch dazu. Oder das Handbuch. Was da noch wohl drin steht. Ich habe auch schon ein bisschen, kann man das vielleicht im Hauptmenü anschauen, können wir mal gleich mal zusammen machen, was man da genau machen kann. Ladenverbesserungen kommen noch. Man soll dann auch hier im Garten den verbessern können und unterschiedlich nochmal den NPCs bei den Kunden, dass dann noch mehr Sachen passieren und so. Also da gibt es schon noch irgendwie mehr Sachen, die passieren können. Die Vollversion, ich habe jetzt sagen, die Vollversion, ich habe das gekauft, aber das ist jetzt noch nicht die fertige Version. Hier steht es nochmal. Eine voll funktionsfähige Alchemiemaschine. Ist jetzt noch nicht voll funktionsfähig, oder wie? Da mit Teile kaufen kann man ja irgendwas machen. Legendäre Substanzen, Salze, reputationsbasierte, dynamisch generierte Warteliste. Achso, die Reputation ist noch kein Einfluss, aber es ist noch nicht so viel. Notizen, Rezepten, Speicher von legendären Rezepten. Zusätzliche Voraussetzungen für Tränke, neue einzigartige Karten und Trankbasen. Gibt es jetzt schon die und gibt es dann noch mehr? Da gibt es jetzt nur Wasser, weiß ich auch noch nicht. Bis jetzt habe ich nur Wasser. Neue Effekte, die für Kundenzufrieden und Methoden für Kundenzufriedenheit zu sorgen, okay. Macht das einen Einfluss jetzt, wie ich das gestalte? Da kann ich das noch machen. Gartenverbesserung, genau. Steuerung der Bepflanzung, dass man selber ein bisschen anpflanzen kann, auch ganz witzig. Neue Ziele, Verbesserung, Talente und. Alles eine Menge zu tun. Spiel an, mal ganz kurz gucken. Oder ich speichere mal lieber einmal selbst. Okay. Benennen von Spielständen wäre auch mal eine gute Sache, was heutzutage Standard sein sollte. Naja. Nochmal zurückgehen wenigstens. Verabschieden wir uns hier. Ja, es war ein großer Spaß. Es hat die Entspannung gebracht, die ich erhofft habe. Es war sehr angenehm. Sehr cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich probiere immer wieder komplett unterschiedliche Spiele aus. Zeige auch gerne mal so Indie-Spiele neben den großen Games, neben den Blockbustern oder auch viele Retro-Spiele. Ich mische das ja alles, auch von den Genres. Aber ich überlege jetzt dann doch immer mehr und guck so, was sich dann auch wirklich manchmal als Let's Play eignet und was nicht. Ich finde das jetzt sehr entspannt zum Spielen. Ich glaube, es war auch zum Gucken entspannend. Ob es aber spannend ist und nicht nur entspannend, kann ich jetzt gar nicht so gut beurteilen. Da wäre mir schon dann auch eure Meinung wichtig. Einmal, wie euch allgemein das Let's Play gefallen hat, aber auch dann tatsächlich,
vielleicht in Zukunft mal mehr gucken, wenn ich denn Let's Plays mache. Und je nachdem, welches Genre ich mache, dass auch mal so geguckt wird, euer Feedback dazu kommt, was sich wie eignet mal. Weil es gibt solche, auch gerade solche Rollenspiele, solche sehr super, dass, die machen erstmal viel Spaß, die eignen sich sehr gut zum Let's Playen auch. Dann auch so Aufbauspiele, sei es sowas wie City Skylines, die ich ja auch wahnsinnig gern spiele, aber wo dann irgendwie auch dann, die auch spannend sind als Let's Play und zum Zugucken, finde ich. Und die mir auch zum Let's Playen Spaß machen. Und ja, sowas, oder Northgard, was so ein bisschen so ein verbessertes Siedler ist, so, oder Via Billions, was ja auch so in die Richtung Aufbau, Strategie geht. Es gibt echt viele Spiele, die ich gerne spiele. Aber dann ist mir das hier aufgefallen, ich habe jetzt ja auch Warhammer 40k Dawn of War gespielt und ich spiele dann jetzt auch gerade so in diesem konkreten Fall Echtzeitstrategiespiele auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, da auf dem höchsten, ich weiß gar nicht, was war das, höchst insane, glaube ich. Aber das, da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das zieht sich so ein bisschen, weil solche Spiele dann auch durchaus mal eine längere Aufbauphase haben, wo man die Ressourcen irgendwie erstmal handhaben muss, dann eine Armee aufbaut und dann, da hatte ich das Gefühl, das Spiel ist sehr cool, aber da war ich nicht so sicher, ob sich so sehr als Let's Play eignet. Also deswegen insgesamt gerne auch, unabhängig davon, dass man jetzt sagt, es hat mir prinzipiell gefallen, das Video, das war nett, dass man schon nochmal von euch aus sagt, wie gut ihr das als Let's Play fandet. Ob ihr nicht dann vielleicht, da ich nun mal nur begrenzt Zeit habe, dann eher der Meinung seid, ja, das war ganz cool, aber ich hätte lieber ein Rollenspiel gesehen oder lieber ein anderes Spiel. Es liegt natürlich einmal an den Vorlieben für Genre, ganz klar. Wenn man das Spiel jetzt gar nicht mag, dann wird man damit auch nichts anfangen können oder Genre. Und dann ist man vielleicht auch gar nicht so weit gekommen, um das hier anzuhören. Aber trotzdem, vielleicht versteht ihr schon, was ich meine. Dass man so ein bisschen sagt, okay, das war jetzt ganz gut oder investiert deine Zeit lieber woanders. So, das Feedback. Ob ich das dann mache, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Was ich so mache und ob das mal sinnvoll ist, nochmal ein ganz anderes Problem. Aber ne, ihr könnt gerne eure Meinung sagen. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, weil das werde ich schon noch ein bisschen spielen erstmal. Bis dann. Ciao.